Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer, Staffel 1, Folge 5 heute. The Moose. Oder wie es wieder mal toll in Deutschen heißt, über alles geliebte Sklavin. Ja, da reden wir heute dann drüber. Wer sind wir denn heute? Ja, hallo, hier ist der Sven. Hier ist wie immer die Dela. Hier ist der Raphael. Hier ist der Michael. Und ich bin Flo und ja, heute gewinnt Hawkeye beim Kartenspielen eine junge Koreanerin als Dienerin und sie glaubt dann, dass sie nun Hawkeye gehört und die Doktoren versuchen sie, ja, freizusetzen. Es ist so schlimm, wie es klingt. Fangen wir mal an. Naja, es ist nicht ganz so schlimm, wie es klingt, denn gewinnen tut er sie ja jetzt nicht zufällig oder so, sondern durchaus mit voller Absicht, weil sie vorher einem sehr sympathischen GI gehört, der auch eigentlich direkt mal unter den Jeep kommen können in der ersten Szene, oder? Mhm. Ja. Was ich hier aber sehr schön fand, ist, dass Hawkeye ihn direkt aus dem Rennen nimmt und eigentlich direkt erstmal zusammenscheißt. Von wegen, dass er ein rassistisches Arschloch ist und sich gefälligst so nicht zu benehmen hat. Und Hawk ergreift zum Äußersten. Er greift zu seinem Rang. Er befiehlt in Uniform. Ich glaube, für Hawkeye ist das wirklich das Äußerste, was er bereit ist zu tun. Ja. Ja, wobei an der Stelle versucht er ja als erstes Mal mit Henry zu reden. Und dann kriegt er auch gleich die Antwort mit unserem Henry. Ja. Ja. Ja, wobei man sagen muss, an der Stelle hat Henry dann doch schon ziemlich gute Argumente, als er dann sagt, ja gut, der Mann ist nicht unter meinem Kommando, die Army wird nur hinter ihm her sein, wenn sie ihn erwischen, aktiv suchen sie ihn nicht und sein Vorgesetzter hat selber eine Dienerin. Ich möchte diesen Begriff nicht benutzen. Ich habe den dann mal nachgeschlagen. Also ich habe dann eine Quelle gefunden, die ich dann vielleicht auch irgendwie mal so euch zuwerfen kann. Und was ich da gefunden habe, ist, dass das halt ein Ausdruck wirklich ein Ethnic Slur for Korean Women ist. Also eine rassistische Beleidigung für koreanische Frauen, die sich wohl aus dem Japanischen das Wort Musume für Mädchen entliehen hat. Und dass man das wohl vor allem für hässliche Frauen und besonders hässliche Prostituierte benutzt hat. Okay, also bis auf das Beleidigende wurde das sogar so in der Serie gesagt, dass das aus dem Japanischen entliehen wurde, glaube ich. Richtig. Hat das Raider erzählt. Und da kam Raider erzählt das, ja. Genau, und da kam auch die Frage, was heißt dann Zusammenleben? Und das fand ich sehr schön, Moose kochen. Ja. Ja, wie gesagt, das ist von der Sache her echt eine schlimme Folge, aber... Ja, wie gesagt, ich glaube, sie lebt tatsächlich nicht nur von diesem wirklich ekligen GI, der ja dummerweise, ich sag mal nicht das Recht, aber zumindest die gängige Praxis auf seiner Seite hat, sondern halt auch wirklich durch den Gegenwind von Hawkeye, was ihn ja schon wieder sehr sympathisch macht, finde ich. Und ich fand auch toll, dass er Henry diesmal auch wirklich angegangen hat und ihm wirklich ins Gesicht gesagt hat, dass er ein feiger Waschlappen ist. Fand ich unglaublich gut in dem Moment. Ganz halt spannend, dass er das in dem Moment tut, wo Henry dann, wie gesagt, doch mal Argumente hat, weil der halt sagt, wie gesagt, mein Untergeben ist es nicht und sein Vorgesetzter hat halt auch so eine Sklavin. Was zur Hölle soll ich tun? Und klar, man hätte was tun können, aber das sind bessere Argumente, als Henry bis jetzt in irgendeiner anderen Situation mal hatte. Ja, das stimmt. Ja, war mal ein lichter Moment. Aber was ich hier halt vor allem auch gut fand, er macht ja den GI schon rund, bevor so richtig klar wird, was die beiden da so für eine Konstellation haben. Er geht ihn ja schon alleine, also was heißt alleine, das ist schlimm genug, aber wegen dem Begriff in Anführungsstrichen die Schlitzaugen an. Und da zeigt sich ja schon, wie hoch die Toleranzschwelle bei Hawkeye für solche Scherze ist. Ja, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, wie sie auftaucht. Sie schleppt seine ganzen Sachen und er so, du gehst jetzt ins Zimmer, machst das alles fertig, putzt das, bügelst das und das. Ja. Ich glaube, das hat sich dann auch schon ein bisschen vorher noch mit aufgebaut. Ja. Und dann der Spruch,
die Schlitzaugen machen das doch gerne. Ich glaube, das war wirklich nur der i-Tüpfelchen. Ja, was ich da spannend finde, ich habe mir dann aufgeschrieben, Hawkeye ist also zum Glück doch kein Rassist, weil wir ja gehört hatten, dass er also in dem Buch wohl durchaus solche Züge hat. Nee, in den späteren Fortsetzungsbüchern, der Autor nämlich fand die liberale Darstellung von Hawkeye so scheiße und dann hat er ihn zum Arsch gemacht. Aber im Originalbuch ist er noch ziemlich liberal. Im Originalbuch ist er ein liberaler Arsch, das muss man auch ein bisschen distanzieren. Ja, das stimmt. Aber ein liberaler Bulli. Liberal. Ja, aber dieser Sergeant Baker wird ja dann zum Glück schnell aus dem Spiel genommen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Kartenspiel, mit ein bisschen Unterstützung von Radar, was ich eine lustige Szene fand. Ja, vor allem die grandiose Szene, als er dann kurz die Übertragung unterbrechen muss, weil er einer hübschen jungen Dame ins Duschzelt holen muss. Ja. Ja gut, das kann jedem von uns passieren. Ich gucke dich an, Dela. Ich bin ganz unschuldig. Aber was wir auch noch übersprungen haben gerade, er spricht ja vor auch noch mal, wie hieß er noch mal, Yang Li. Yang Li, ja. Genau, spricht da ja auch an, warum sie das denn macht. Sie könnte doch einfach abhauen, aber das wird ja später noch wichtig. Sie macht es nicht, weil sie die Familie nicht entehren will. Und sie betont auch noch mal, warte mal kurz, Zitat. Sie machen nicht Bumsi-Bumsi mit Schmalzsachsen. Ja, Monkey Business, sagt sie im Original. Ja, und dass das für sie jetzt eine Sache ist, sie würde auch so bei ihm bleiben, weil es ansonsten eine Entehrung darstellt. Das ist ja halt das noch unverständlichere für Hawkeye. Er möchte sie retten und sie will eigentlich gar nicht gerettet werden. Also ich muss sagen, das ist der Teil, der mich an der Folge dann halt wirklich echt angekotzt hat. Also ich hatte versucht, die gestern Abend noch zu gucken und habe mir dann gedacht, nee, also beim letzten Mal habe ich mich für die Folge schon so geärgert, die guckst du jetzt nicht direkt vorm Schlafen. Ich habe sie dann heute Morgen vorm Aufstehen geguckt und dann hatte ich gleich schon Puls für den Tag. diese ganze Darstellung so nach dem Motto, die primitiven Eingeborenen hier verkaufen ihre Kinder und dann auch diese ganze Sequenz am Ende, wo sie dann irgendwie versuchen, ihr Dinge beizubringen und jetzt müssen hier die Amerikaner heilbringend einreiten, um irgendwie die primitiven Eingeborenen zu retten. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwo eine Basis in der Geschichte hat, dass es solche Fälle da wirklich gegeben hat. Keine Ahnung. Ja, gab es. Aber natürlich hast du recht. Hier werden die Amerikaner als die großen Helden dargestellt, die dann diese unterdrückten Leute retten. Das sind Probleme, die ohne die Amerikaner überhaupt nicht aufgetreten wären. Ja, das hat mich doch sehr genervt. Also das fand ich insgesamt alles so. Oh. Es war sehr holzhammermäßig so. Wir sind die Ritter. Naja, ich gebe euch da schon recht, aber zwei Dinge, die mich daran noch ein bisschen halten. Das erste Ding ist, gut, mich stört genauso wie euch diese Argumentation von wegen, sie würde ihre Familie entehren und blablabla. Aber seien wir mal realistisch, was hat sie denn im Prinzip für eine Wahl? Rein, selbst wenn dieser ganze Blödsinn mit Familie entehren und so weiter nicht wäre. Aber die reine Tatsache, dass sie im Zweifelsfall aus reiner wirtschaftlicher Not sich in dieser Art verkaufen, selbst verkaufen müsste im Zweifelsfall, ist ja schon das Erste. Und ja, diese Herablassung quasi, da gebe ich euch recht, dass da eine Herablassung mitschwingt. Ja, aber es geht dieses, ja nicht. Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Es geht ja nicht darum, dass sie da nicht rausgeht. Das ist ja ein verständlicher Grund. Sondern eher, wie die Amerikaner da dargestellt werden, dass sie ihr wirklich ja alles von Grund auf beibringen. Genau. Oh, sie sagt, ja, und ich bin außerdem sehr hübsch und alle klatschen und oh, wie bei einer kleinen Fünfjährigen. Ja. Das war schon so richtig so nach dem Motto, ja, unser Kleines. Ja, da bin ich vollkommen bei euch. Wie gesagt, das nenne ich mit der Herablassung, die sehe ich auch. Aber das nächste ist dieses ganze Ding von wegen, die Amis sind die Guten. Natürlich ist das so in dieser Geschichte. Aber es wird ja doch durchaus recht deutlich konterkariert. Eben zum Beispiel, Spearchucker kommt ja da auch nochmal zu Wort. Naja, also ich dachte eigentlich, wir hätten irgendwo gelesen, dass wir diese Leute von der Sklaverei befreien sollen. Ich dachte, das muss wahrscheinlich ein Fehldruck sein. Also es wird ja schon diese Scheinheiligkeit, auch dadurch, dass der General selber eine Sklavin hat, wird das ja schon irgendwo konterkariert und dargestellt, dass sie selber auch das Problem sind. Ja, und ich glaube, das ist einfach unreflektiert, was ich jetzt versucht habe zu kritisieren.
ich glaube, die haben wirklich nicht gemerkt, dass sie im Prinzip diese imperialistische, von oben herab kolonialistische Sichtweise, wir müssen jetzt irgendwie dahin und den Primitiven das Heil bringen, dass sie das, was sie da auf der einen Seite versucht haben zu kritisieren, dann auf der anderen Seite irgendwie auch gleich wieder transportiert haben in der gleichen Folge. Ja, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Nur ein bisschen schöner verpackt. Ja, diese, weiß ich nicht, ich muss da irgendwie so ein bisschen an Disney-Prinzessin denken. Ja. Diese Nummer, also, fand ich echt, das ist der Teil, wo ich dann wirklich gedacht habe, ja, ihr habt die Arschlöcher wirklich schön als Arschlöcher dargestellt und gleichzeitig habt ihr euch selber als Arschlöcher geoutet. Ja, da bin ich schuld bei euch, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, die Sache ist auch dem Zeitgeist geschuldet, ne? Also die ist ja gedreht worden, die erste Staffel, ich meine rund 70. 72, ja. 72, ja. Aber man muss auch sagen, dass die Serie das auch ein paar Staffeln später solche Sachen schon besser angepackt hat als da. Mhm. Also das verbuche ich noch so ein bisschen unter, es darf gelernt werden. Und dazu kann ich aber auch sagen, ich habe mal recherchiert, gerade in der Anfangszeit sind noch viele Leute dabei, die Drehbücher geschrieben haben, auch für sowas wie Ein Käfig voller Helden. Mhm. Und dementsprechend unreflektiert sind auch öfters dann die Drehbücher, also ziemlich nur auf den Gag ausgelegt. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Problem der frühen Folgen noch. Wobei hier der Autor ist Lawrence Marx, der hat, glaube ich, noch 27 weitere Folgen geschrieben und der kann es auch besser. Das werden wir sogar nächste Woche schon erleben. Der hat nämlich auch den Yankee Doodle Doctor geschrieben. Ja, und der schreibt ganz viele Sachen für Ein Käfig voller Helden. Den habe ich eigentlich kritisiert. Genau. Der hat wirklich ganz viele dieser alten Comedy-Serien geschrieben und das merkt man dieser Folge hier leider ziemlich an. Was ich hier noch feststellen würde oder was ich hier noch interessant finde, wir kritisieren das jetzt hier an der Stelle völlig zu Recht. In der ersten Folge, wo wir für Huyun dieses Crowdfunding gemacht haben, damit er im tollen Amerika studieren kann, da hat es uns nicht interessiert. Nee, da war es aber auch so, er wollte da studieren. Das kam so ein bisschen raus. Er wollte Medizin studieren und so weiter. Und da hatte er die Möglichkeit. Aber hier ist es wirklich, es wird ihm aufgedrückt. Und außerdem, er wird da eher wie eine eigenständige Person behandelt. Mhm. Sie hat so ein bisschen was von so einem Püppchen, wie so ein kleines Kind, bei dem du alles zeigst. Das ist wirklich so ein bisschen, als ob man ihr, du bist zu dumm zu verstehen, dass du das eigentlich willst. Wir zeigen dir, dass du das brauchst. Genau, da bin ich bei dir, ja, auf jeden Fall. Und Huyon war ja von Anfang an jemand, auch so ein Buch, der will was, der will mehr aus sich machen und will einfach nur, kriegt da einfach nur die Hilfe. Sie drücken ihr das in der Folge auf und das finde ich halt, das hat eine andere Qualität. Ja, da ist halt die Frage, wie viel davon ist Rassismus und wie viel davon ist Misogynie, beziehungsweise wie viel davon liegt daran, dass sie eben eine Frau ist, die du sowieso als dumm abstempelst und nicht ernst nehmen kannst. Naja, aber das machen auch Frauen da in dem Camp. Die Schwestern gehen genauso mit dir um. Ja, aber sie klatschen nur und sie beniedlichen sie und so weiter. So. Also auch aber Frauen diese, können frauenfeindlich sein, so ist Rolle das haben nicht. Ja, nur die Kerle. Ja, aber das würde ich jetzt nicht als, da wirklich nicht als Frauenfeindlichkeit, sondern das ist jetzt kommt wirklich. Ich gerne mal im Doppelpack. Also das ist ja auch was dann von Betroffenen immer wieder mal berichtet wird, dass du, wenn du mehreren Minderheiten angehörst, dann auch gerne mal es doppelt, dreifach und vierfach kriegst. Ja, auf jeden Fall. Dass sich sowas dann nicht eher multipliziert, denn linear verhält. Ja. Ja, aber da habe ich jetzt weniger wirklich Hinweise darauf gefunden, dass es jetzt speziell ist, weil sie eine Frau ist. Kann vielleicht sein, dass das noch irgendwie noch mitgeschwungen hat, aber das fand ich jetzt nicht so primär. Na, das war halt für mich wirklich diese Szene mit Haha und außerdem bin ich hübsch. Das war eigentlich für mich der Schlüsselpunkt für die Argumentation. Und ihr wesentlich jüngerer Bruder ist dann irgendwie der Gangster, ja? Und nicht das Opfer. Den wollte ich die ganze Zeit übers Knie legen. Diese kleine Kackbratze hat mich aggressiv gemacht. Nicht nur dich. Ja, uns alle, glaube ich, oder? Ja. Ja, ich fand das eigentlich erschreckend, wie der auftritt, ne? Ja. Ja. Was wir ja noch komplett vergessen haben, Hawkeye hat sie weggeschickt und die ist getürmt und wieder zu ihm zurückgekommen. Mhm. Also kurzum, sie will da sein. Also denkt sie jedenfalls. Naja, aber wie gesagt, da ist wieder der Punkt, was soll sie machen? Ich meine, im Zweifelsfall, sie ist zu arm. Also jetzt, wie gesagt, unabhängig von der ganzen Nummer, sie will ihre Familie nicht entehren, was ja der eine Punkt der Argumentation ist. Aber selbst wenn es dir nicht gäbe, was soll sie machen? Da bin ich lieber bei dem, in Anführungsstrichen, Herrn, der mich nicht verprügelt oder wie auch immer. Der gut mit mir umgeht, ja. Genau.
Da bin ich zwar dem Namen nach eine Sklavin, aber bin es im Endeffekt nicht. Ich mag mich auf diesen ganzen Erzählstrang der Folge irgendwie überhaupt nicht einlassen, weil ich irgendwie diesen Erzählstrang so schlimm finde. Deswegen habe ich da gerade ein totales Problem mit. Also jetzt merke ich jetzt einfach so für mich, das war jetzt keine Kritik an euch, sondern nein, einfach nur so das, was mir gerade einfiel, irgendwie, dass ich mich da so überhaupt nicht drauf einlassen kann. Alle Schallsäcke. Willen, ja. Ja. Die Folge ist auch wirklich schlimm. Ja. Ja. Wobei eine super Szene fand ich dann doch, und zwar, wo sie dann wieder da ist und Hawkeye dann irgendwie anfängt, so laut vorsprechend den Brief an seinen Vater zu formulieren, wo er ihm dann schreibt, dass er jetzt einen Menschen besitzt. Genau, lieber ja. Daddy, wir haben heute ein bisschen gepokert und ich habe dabei einen kleinen Menschen geholt. Ja. Ja, das fand ich dann, das ist so das Einzige, wofür ich nachher Punkte vergeben werde. Ja, haben sie mit diesem wiederkehrenden Element tatsächlich sehr schön gespielt. Und die zweite Szene, die für mich noch ein bisschen einen Punkt verdient hat, es gibt dann die Szene, wo sie Spearchopper rasiert und er ihr versucht zu erklären, ja, wir sind doch alle gleich. Und sie sagt dann, nein, wir sind nicht alle gleich. Und er stutzt erstmal und denkt, da kommt jetzt irgendein anders gearteter Rassismus wieder raus, weil er ja schwarz ist. Und dann, ja, du brauchst eine Rasur. Aber dieses kurze Stutzen von Spearchopper, das fand ich auch schon wieder niedlich. Das war auf jeden Fall eine toll gespielte Szene von beiden, das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, die Moose-Thematik kommt ja später nochmal in der Serie vor. In der vierten Staffel, der Folge of Moose and Men, da haben sie das Ganze mal ein bisschen anders definiert. Da bedeutet Moose dann plötzlich einfach nur noch eine koreanische Freundin. Ich kann mich nicht richtig erinnern, aber ich glaube, das ist ein bisschen besser damit umgegangen. Wir werden es feststellen in ein paar Wochen. Ja, das meinte ich ja damit, dass das später deutlich besser gelöst wurde, dieses Thema. Also. Ja, überhaupt haben sie später besser diese Mischung aus lustig und ernsten Elementen hinbekommen. Das klappt hier für mich in dieser Folge gar nicht. Ja. Entschuldige. Ja, wobei ich auf diese Folge jetzt aber auch mal gespannt bin, weil der Titel auf Moose and Man stellt einen Bezug zu dem Film Of Mice and Men dar. Da bin ich ja mal gespannt, wie sie die Thematik von Of Mice and Men in MASH umgesetzt haben, wenn sich dann tatsächlich auch per Titel drauf bezieht. Jetzt mal kurze Frage, ist Moose nicht das englische Wort auch für Elch? Ja. Ja, danke. Ja, es wird auch genauso geschrieben. Gut. Ich nur gerade neu im Kopf. Ja, eine Sache, die ich noch gut fand, war ganz am Ende, wo sie dann den Brief schreibt, wo sie dann also natürlich in der Klosterschule ist. Wo denn auch sonst? Welche gute christliche Zivilisation. Ja, na, das würde ich jetzt so nicht sehen, aber das ist für jemand, der kein Geld hat. Von der Familie wird sie garantiert nicht mehr unterstützt. Wo sie eine kostenlose Bildung kriegen kann. Das halte ich schon für, und auch unterkommen kann. Das ja, da schlägt jetzt wieder mein grenzenloser Atheismus wahrscheinlich durch. Was ich aber super fand. Ich bin Neopaganist, also. Da sind wir wieder beim Thema Atheismus, wo sie dann schreibt, ja, und hier sei Gott mit euch. Das schreibe ich jetzt nur, um den Nonnen einen Gefallen zu tun. Ich bin Buddhistin. Mhm. Ja. Ja, und vor allem der nächste Punkt ist mit Ausbildung und so weiter. Sie hat ja eine Ausbildung. Sie ist ja ausgebildet. Er befiehlt ihr ja auch von Anfang an, also nicht Hawkeye, sondern der andere GI, befiehlt ihr ja von Anfang an, ja, und dann schreibst du den und den Brief und dann tippst du das und das. Also so die Grundbildung hat sie ja schon. In ja, dem Sinne. Aber da wird sie vielleicht ein bisschen mehr haben. Die haben ja auch gesagt, mit Richtung Schwesternschüler, es gibt ja auch christliche Schwesternschulen und so weiter. Ja, auch gerade in der Zeit. Also da denke ich schon, dass das einfach eine Möglichkeit ist, dass sie kostenlos an eine Bildung kommt. Also an eine etwas höhere als das, was sie jetzt hat. Ja, okay. Und was ich hier noch ganz niedlich fand oder interessant fand in Rückblick auf die erste Folge, habt ihr das in der ersten Folge so verstanden, dass Hoyon jetzt eigentlich theoretisch gleich weg sein sollte? Denn eigentlich er ist ja, ja jetzt hier in der Folge wieder da. Ja, er taucht, glaube ich, auch noch öfter auf. Er sollte eigentlich weg sein, aber das ist so eine Timeline-Sache, die so ein bisschen, ja. Genau, weil in der ersten Folge war doch sogar Zeitdruck, bis wann dann Geld überwiesen naja, sein muss. Naja, gut, Geld überwiesen sein und dort anfangen können, sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja. Das muss es jetzt nicht unbedingt heißen. Er hat das Semesterferien, ist jetzt wieder in Korea und arbeitet da wieder im Mesh, ist doch ganz klar. Verdient sich was nebenbei, sein Ferienjob. Ja, Werkstudent.
Ja. Da können wir später mal drüber reden. Es gibt da bezüglich der Zeitangaben und überhaupt der Timeline in dieser Serie so viele Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Meinst du, dass mehr Silvester gefeiert werden, als der Krieg Jahre gedauert hat? Ach, nicht nur das. Es gibt ja allein eine Folge, die ein ganzes Jahr geht und die so überhaupt nicht hätte stattfinden können, weil durch verschiedene Zeitangaben da wohl sowohl gleichzeitig Henry als auch später Potter hätten da sein müssen und lauter so komisches Zeug. Aber apropos Dasein, ist euch denn aufgefallen, wer gefehlt hat? Wir hatten keine Hot Lips und keinen Frank in dieser Folge. Ja, stimmt. Gefehlt haben sie mir es nicht direkt. Ja, Frank war ja im Urlaub, deswegen war ja sein Bett frei. Es ist tatsächlich die Folge mit den zweitwenigsten Hauptdarstellern in der gesamten Serie. Es gibt noch eine Folge, in der tatsächlich nur ein Hauptdarsteller auftaucht. Das ist die Folge Hawkeye. Klar, bei dem Namen. Und ansonsten sind immer mehr Leute da. Hast du aus deinen Hintergrundrecherchen, du bist ja der Einzige, der die macht, oder? Hat sich da sonst noch jemand so reingekniet? Hast du eine Ahnung, warum das so war? Ist das einfach vom Drehbuch her so gewesen, dass es und die auskam? Oder waren die irgendwie krank? Oder? Ich habe da nichts Besonderes rausgefunden. Ich vermute, die waren einfach nicht im Drehbuch drin. Also ein freier Tag hin und wieder hat ja auch was. Wobei mich ja tatsächlich Franks und Todlabs Reaktion interessiert hätte. Denn so Paragrafenreiter, wie sie sind, hätten die dazu sicherlich auch eine starke Meinung gehabt. Ja, aber das wäre dann auch wieder, einerseits hätten sie es dann schlecht gefunden, dass sie das alles für diese Kleine tun, aber andererseits als Paragrafenreiter hätte er auch Frank sich gezwungen sehen müssen, den Typen zu melden. Das wäre denen wahrscheinlich vielleicht echt ein bisschen zu komplex zu dem Zeitpunkt gewesen, sonst hätten sie die Folge länger machen müssen. Mhm. Das wäre dann auch mal eine Folge gewesen, wo Frank und Hawkeye auf einer Linie sein müssten, ne? Geht ja gar nicht. Nee, das passt auch irgendwie gar nicht da rein. Naja, was heißt auf einer Linie, aber zumindest hätte sich in Frank gestritten, der Rassist, der er ist, gegen den Paragrafenreiter, der er ist. Ja, aber zu dem Zeitpunkt hatte die Serie, und ich glaube, die wollten da auch noch gar nicht so viel Tiefe drin haben. Das wurde ja später alles von Alan Elder immer ein bisschen mehr durchgedrückt. Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wie die beiden reagiert hätten. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sich sowohl Frank als auch Hot Lips jeweils auf eine Seite der ganzen Geschichte geschlagen hätten. Ich kann mir vorstellen, also Hot Lips als starke Frau, dass die auch auf der Seite von der Kleinen, von der Young Lee gestanden hätte. Absolut, ja. Aber komplett. Wäre auch eine schöne Möglichkeit gewesen, den Vater mit einzubinden, aber ich glaube, das wäre dann ein totaler Überlauf gewesen. Auf der anderen Seite ist der... Ja, ich glaube, das Kloster haben, also das ist ja dann schon stellvertretend. Auf der anderen Seite ist der Vorzeige-GI natürlich auch genau Hotlips-Typ, also das hätte auch in die Richtung gehen können. Stimmt, ja. Vielleicht hätte sie sich ja austauschen lassen. Ja. Haben wir denn noch was? Ja. Glaube nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir mal oben an heute. Wie sind denn eure Bewertungen? Ja, also es ist wirklich die schlechteste Mesh-Folge, an die ich mich zumindest bis jetzt erinnern kann. Von daher gebe ich 0,75 von 5 unrasierten Gesichtern. Ich würde 2 von 10 schwer geschleppten Töpfen geben. Wie gesagt, die ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm, die Folge. Aber alleine die Tatsache, dass eben doch hier doch ab und zu mal das Ding rauskommt, von wegen sind wir hier wirklich doch die Guten, auch wenn es leider untergeht und dieselben Stereotype wieder bedient werden, kann ich es nicht höher bewerben, aber 2 von 10 Punkten sind okay. Aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe, einfach wie die Amerikaner dort dargestellt werden, würde ich am liebsten eigentlich 0 geben. Hawk hat allerdings 1-2 gute Szenen, daher gibt es noch 1 von 10 weiblichen Elchen. Ja, ich muss sagen, ich bin ja quasi altersgemäß ein bisschen Zeitzeuge dieser Zeit. Also nicht ganz Koreakrieg, aber Vietnamkrieg immerhin. Ich habe diese ganzen Sachen mitbekommen. Ich kann verstehen, dass sie sich da gut darstellen wollen. Die Sache ist auch irgendwo dem Zeitgeist geschuldet und genau diesem Zeitgeist gestehe ich 4 von 10
blutigen Chirurgenhandschuhen zu. Ich sehe, wir liegen alle so ungefähr auf einer Linie. Es gibt ein paar nette Momente, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich die bisher schwächste Folge. Ich gebe 2 von 10 Klosterschulen. Aber es wird auch wieder besser. Ich möchte Prophezeiung schon in der nächsten Woche. Okay, ich bin gespannt. Das nenne ich jetzt meinen Cliffhanger. Und bis dahin. Goodbye, farewell und Amen. Amen. Bis denn, habt eine schöne Nacht. Tschüss. Hallo, wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von Mesh unter dem Messer. Ich bin euer Yankee-Doodle-Doktor Raphael und der Rest vom OP-Team stellt sich jetzt vor. Hi, hier ist wieder die Dela. Und der Michael zum dritten Mal. Hallo. Und ich bin wieder der Flo. Hi. Wir besprechen heute die Folge Kennen Sie Chirurgen in Uniform? Oder wie ich vor eben schon anmerkte, Yankee-Doodle-Doktor. In der Folge geht es um eine Anklage an Filmproduktionen, einen lustigen, klamaukigen Lehrfilm und mit einem bitter ernsten Ende. Ja, ich glaube, das ist wirklich tatsächlich die Story. Ja. Eigentlich relativ kurz zusammengefasst. Und wir haben letzte Woche zum Ende schon bemerkt, wir sind uns über diese Folge nicht ganz einig. Wie hat sie euch denn eigentlich gefallen, so grob? Ja, ich fand sie von der Sache her ganz okay, aber mir war es zu viel Slapstick, um es kurz zu machen. Jo. Der Folge beginnt auch eigentlich mit einem später immer wiederkehrenden Charakter, nämlich Brigadegeneral Clayton. Der einzige General von den ersten, der wirklich geblieben ist. Und das auch, weil er wahrscheinlich nicht von Anfang an Vollarsch war. Der wirkt tatsächlich etwas entspannter. Und macht halt, spricht ein, dass er jetzt ihn berichten wird von einer Einheit, die unter seinen Fittichen steht. Und dann sieht man Schnitt. Es ist ein Kamerateam dabei und er sagt, ich habe genau die richtige Einheit für sie. Für den Regisseur Lieutenant Bricker. Und es ist die Einheit mit 99%iger Erfolgsquote. Es ist das 4077. Mesh. Jo. Genau, unser bekannter Sauhaufen. Genau. Und dort läuft halt Bricker auf, wickelt erstmal Henry um den Finger mit schönen Komplimenten und er will halt das alles aus der Sicht eines Arztes drehen. Das wird auch im Sumpf kundgetan, wo die meisten Chirurgen halt auch leben. Und was macht er da? Er will halt Carsten und Hawkeye spielt sich ja gleich so ein bisschen auf, ne? Naja, eigentlich in erster Linie spielt sich Frank auf. Also er bietet sich ja direkt an, von wegen er war ja der Romeo im Schultheaterstück und er schreibt ja auch selbst heimlich Drehbücher und so Zeug. Und also ich habe das so empfunden, als wirkt Hawkeye erst dann wirklich aktiv, als ihm das so auf den Keks geht. Ja, ich weiß nicht. Ich fand einfach schon schön den Spruch bei Frank, als es hieß, ja, ich musste mir überlegen, ob ich Arzt oder Schauspieler werden würde. Und von Trap nur kam, ja, was ist es geworden? Ja. Nee, ich hatte das bei Hawk eigentlich echt eher das Gefühl, es ist halt, er ist eine Rampensau, der Charakter. Er musste einfach erstmal wieder so ein bisschen trollen. Obwohl er ja eigentlich nicht bei dem Film im Mittelpunkt stehen will, er kommt nicht ganz aus seiner Haut. Finde ich. Hm.
Ich glaube, er will vor allem auch, dass Frank nicht im Mittelpunkt steht. Ja, das will sowieso keiner. Weil Frank hatte hier schon die berühmte Phrase des Yankee Doodle Doctors. Da merkt Hawkeye schnell, oh je, das wird Propaganda, das wird kein ernstzunehmender Film. Da muss ich irgendwas unternehmen. Kam der Yankee Doodle Doctor nicht erst bei seinem Drehbuch, was er schreibt? Ja, ist richtig. Als es dann heißt, weil Frank nicht genommen wird, schreibt das Drehbuch mit irgendwas mit den roten Hunden des Kommunismus, die vor den Toren lauern. Genau. Ja, aber wie gesagt, also auch für mich war das wirklich so ein Ding, klar, er kommt nicht aus seiner Haut raus, aber es geht, glaube ich, für mich wirklich tatsächlich mehr darum, Frank in die Parade zu fahren. Ja, das ist auf jeden Fall mindestens der Bonus. Jo. Aber was mir noch zwischen den Folgen aufgefallen ist, war die so diese krasse Überleitung, wo das Mesh 4077 so angepriesen wurde und der letzte Satz war Real Soldiers, also wahre Soldaten. Ne? Und dann siehst du in der nächsten Szene sofort Hawkeye und Trapper tanzen. Ne? So als wahre Soldaten. Genau. Und so diese konterkarierenden Übergänge finden wir in dieser Folge öfters. Ja, das stimmt allerdings. Wie fandet ihr denn allgemein erstmal die Argumentation, dass Henry sich da voll drauf einlässt? Ja, Henry fühlt sich gebauchpinselt einfach. Das einfach, ja, hier, wir kriegen damit Aufmerksamkeit, sonst wird da über eine andere Mesh-Einheit gedreht und wir gucken in die Röhre. Im Endeffekt kriegen die ja überhaupt nichts dazu davon. Die bekommen nur ein bisschen Publicity in der Heimat. Das war's. Ja, ich glaube, da hängt schon noch ein bisschen mehr mit dran. Also einerseits klar das Ding mit der Publicity in der Heimat, aber ich glaube tatsächlich, Henry denkt so weit, wir haben ja später und vorher auch das Problem gehabt, wenn er jetzt irgendwelche Hilfsmittel braucht und so weiter, dass sich die Oberen da gerne mal querstellen. Ja, ich glaub. Und ich glaube, wenn du da als Propaganda-Film-Team quasi da so ein bisschen mitmachst, hast du eventuell zumindest die Chance, dass sie da schon eher mal was unter den Tisch fallen lassen. Ja, das glaube ich nicht. Erstmal haben sie dafür Raider. Zweitens brauchen die, glaube ich, intern kaum mehr Werbung. Die haben eine 99%ige Erfolgsquote. Und ich glaube nicht, dass diesen Film Leute irgendwie intern großartig geguckt hätten. Nee, ich glaube, Dela meint eher, dass Henry versucht, sich bei Pricker, heißt der Pricker? Ja. Pricker, ja, also, ja. So ein bisschen auf die Sonnenseite zu stellen, genau, einzuschleimen, damit er halt Vorteile davon hat, wenn mal wieder was anliegt. Ja, aber Pricker hat doch auch keine Macht. Ja, aber er kennt ja jeden. Ich meine, er hat gute Kontakte zu den General und so weiter. Also verkennen mal nicht die Macht von diesen Public Relations Leuten. Eben. Die können da sehr, sehr viel ausrichten. Ja, aber ich meine auch mal vom Rest, der wird in der Folge wirklich wie eine Witzfigur dargestellt. Also da interpretiere ich jetzt gar nicht so viel rein, weil der wird wirklich als der größte Depp dargestellt, der noch fordert, ja, bluten, das er noch nicht gesagt hat bei der Aufnahme der Patienten, bluten sie dramatischer. Das hat noch gefehlt. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht. Also ich ich rechne halt Henry auch immer gerne ein bisschen strategisches Denken zu. Das mag vielleicht zu viel erwartet sein, aber ich glaube da nicht, dass so er nur auf die Komplimente reinfällt. Das glaube ich nicht. Also ich finde, gerade in der ersten Staffel ist Henry noch wirklich sehr dämlich dargestellt. Mhm. Sehr treu doof. So nach dem Motto, ich will hier nicht sein, ich will meine Zeit hier nur rumkriegen und der sich auch gerne bauchpinseln lässt. Von Raider. Raider kriegt ihn oft so rum. Die Sumpfbewohner kriegen ihn oft so rum. Von daher. Ja, aber er hat auch häufig genug in den richtigen Situationen die richtigen Argumente, ne? Also ganz so doof hat er eigentlich nicht dargestellt, finde ich. Das denke ich auch. Also naja, auf jeden Fall desinteressiert meistens. Ja, er kommt so ein bisschen trottelig rüber, aber ich glaube, das meiste ist einfach kein Bock. Der hat schon ein bisschen was auf dem Kasten. Ich meine, der Mann ist ja, er ist ein guter Arzt, aber er ist kein guter Kommandeur. Das muss man sagen. Da bin ich bei dir. Genau, aber er ist irgendwie immerhin in diese Position gekommen. Also, ja, weil irgendwas muss er haben. Weil er auch ein leitender Arzt zu Hause war. Dadurch ist er wahrscheinlich automatisch in eine leitendere Position gekommen, weil er schon gewohnt ist, ein Team von Ärzten zu führen. Und vielleicht, weil er weiß, dass man den richtigen Leuten auch mal Gefallen tun muss.
Das schreibe ich tatsächlich eher Ray dazu als ihm. Mhm. Weil ich glaube, ohne Raider hätte er da so einiges nicht geschafft. Naja, reden wir doch mal über die eigentlichen Dinge, die sich daraus entwickeln. Wie gesagt, es wird dann mehr oder weniger entschieden, dass jetzt Hawkeye der, ich sag mal, leitende Schauspieler in der ganzen Sache wird. Und es soll ja eigentlich wirklich ein absolut dreckiger Propagandafilm werden. Dass das alles Freiwillige sind und so weiter und so fort. Und das stößt ja schon auf sehr arge Kritik innerhalb des Teams. Ja, allein schon, was im OP passiert, wo er sagt, ja, können Sie es nicht mal ein bisschen dramatischer machen? Und der Spruch, ja, kannst du ja mal die Gallenblase anheben, dann kann sie mit der Leber kämpfen oder lass sie mal winken. Da merkt man schon, wie Hawkeye das so richtig auf den Nerv geht. Weil der die echt bei ihrer Arbeit behindert. Für gute Bilder. Aber auch die ganzen gestellten Szenen, die er dann auch mit Henry und Raider dreht, die sind ja auch wirklich, also das ist ja wieder, um ihn wirklich als Depp dazustehen, ja, ihre Brille reflektiert, müssen sie die tragen? Ja, sonst sehe ich nichts. Ja, dann gucken sie nach unten. Aber gucken sie ihren Commander an. Aber gucken sie bei nach unten. Aber gucken sie ihn dabei an. Genau, die ist fantastisch, die Szene. Da habe ich mich gefragt, ob sich der Hollywood nicht selber ein bisschen auf den Arm nimmt. Ja, ich glaube auch schon, dass also der Lieutenant Bricker ist wirklich eine einzige Anklage auf Hollywood. Klar. Aber komplett durch die Bank. Wirklich nur das Lächerlichste und das Bösartigste. Ich meine, allein, ja, und vor allem dieses Selbstverliebte auch. Ja, und wie er auch hochgekommen ist mit seiner dritten Ehefrau, die er geheiratet hat. Sie hat ihn ja so weit nach vorne gebracht. Die hat da so viel zu verdanken. Seine Schullehrerin, ob sie noch lebt? Genau, und besonders genial, eben um diese Selbstverliebtheit auch da darzustellen, Raider soll ihn ja so ein bisschen ablenken. Genau. Und ich finde das so fantastisch, wie er wirklich sogar die Schwester stehen lässt, die ihm ja schöne Augen macht, nur damit er von sich selber erzählen kann und wie toll er denn ist und was er denn für ein Hecht ist. Ja, ne? Das fand ich auch so eine ziemlich zentrale Szene eigentlich in dieser Folge. Ja, also die führt das Ganze wirklich so eigentlich fast komplett ad absurdum, ne? Dieses ganze Propagandasystem da. Ja, wie gesagt, es geht ihn eigentlich primär nur um sich selber und er sagt dann, Authentizität, Authentizität. Entweder ich mache es so, wie ich es will, oder ich mache es gar nicht. Hm. Und das kommt ja später auch noch mal raus. Er formuliert es dann nur noch mal ein bisschen anders, als die beiden Jungs nämlich die Ablenkung nutzen. Ja, die belichten ja den kompletten Film. Ja. Sehr dreist. Oh, guck mal. Ah, da siehst aber schön aus. Ja, oh, ich mache mir eine Doppelvorstellung. Ja, die haben richtig Spaß dabei, ne? Ja, das war richtig schön. Und wie er dann sagte, wissen Sie, ich kämpfe nicht, ich gebe gleich auf. Was ja von der Sache her eine vernünftige Einstellung ist. Also für einen PR-Mann. Naja. Der geht den Weg des geringsten Widerstands, der Mann. Ja, er hat es aber halt von der Sache her auch einfach nicht nötig. Also. Nee, das eigentlich nicht. Aber dann sage ich mir auch, wieso hat er dann wirklich die Kameraausrüstung und den Kameramann dagelassen? Naja, er macht sich halt nicht die Mühe, selber was mitzunehmen. Das kann der Kameramann ja irgendwann tun, wenn er nachkommt. Ja, den hätte er eigentlich sonst mitnehmen können. Also wenn ich pissig gewesen wäre, hätte ich den Typen einfach gesagt, nee, nehme ich jetzt mit. Ich drehe woanders. Naja, das hat er ja tatsächlich versucht. Sie haben ja dann den Kameramann so mehr oder weniger bestochen und weggekauft. Genau. Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Also es wird ja dann erst tatsächlich versucht, über Henry zu gehen, dass der da irgendwie eingreift. Und als der das nicht macht, dann wird mehr oder weniger direkt der Kameramann bestochen, von wegen, willst du nicht noch 3 Überstunden schieben? Ja, ich hatte das einfach nur verstanden, so nach dem Motto, können wir das nicht selber drehen? Geht das? Und die nächsten Szenen war schon, wo sie anfangen zu drehen mit dem Kameramann. Was erst noch alles recht unverfänglich wirkt, also nicht wie das Endprodukt. Naja, unverfänglich. Also es geht ja schon mit der Szene los, wo sie quasi die Einstiegsszene nochmal drehen mit dem Banner oder mit dieser Zeltplane da vorne dran. Und auf einmal stehen sie dann halt alle nackt da. Das siehst du beim Drehen aber nicht. Das siehst du erst im fertigen Film. Das siehst du erst im fertigen Film, stimmt, ja. Du hast recht, ja. Und ich fand die Szene großartig. Ja, Raider. Ja, vor allem, man dachte immer, Raider ist so ein bisschen pummelig. Nein, der ist ein Tier. Ja, ne? Der ist klein, aber ein Tier. Ja, aber wie knuffig er ist.
Ich glaube, der tut mir so leid, der Schauspieler. Stell dir mal vor, du kommst da an, von der Frau ziehst dich aus, zeigst deine Muckis und oh, wie bist du knuffig! Aber das kommt ja auch immer wieder, dass Raider in der Beziehung echt schlechte Karten hat, der arme Hund. Ich würde ihn nehmen. Ich mag Raider. Ja, weil er so knuffig ist und dann ist er erstmal geknickt. Nein, aber vor allem, weil er so ein kriminelles Genie ist in den ersten Staffeln. Das definitiv. Ja, und dann kommt es eigentlich auch schon relativ schnell danach dazu, dass die den General einladen zur Vorführung im Zelt. Im Messezelt, besser gesagt. Genau. Wobei mich hier persönlich auch wundert, Henry ist ja am Anfang noch sehr tiefenentspannt. Am Anfang. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der arbeitet seit wie lange mit der Truppe zusammen. Eigentlich müsste er doch wissen, dass das schief geht. Ich hätte mir den Film vorher angeguckt. Aber dazu ist ihm wahrscheinlich wieder alles zu egal. Ja, wahrscheinlich. Aber wer weiß, wie sie ihn da auch da wieder gebauchpinselt haben, aber... Naja, der Film ist ja auf jeden Fall geil. Der General findet ihn auch toll. Er will ihn so nicht zeigen lassen, aber er möchte eine Kopie davon. Weil der Film ist ja eigentlich eine Anspielung auf Groucho Marx. Ja, natürlich. Überhaupt voll. Auf die Marx Brothers, ja. Genau. Und da muss man auch sagen, finde ich, wird auch so ein bisschen das Verhältnis von dem Trapper-Darsteller und Alan Elder gezeigt. Weil, in den ganzen Folgen, eigentlich auch in der Serie, solange Trapper dabei ist, die meiste Zeit ist er eigentlich nur der Stichwortgeber für Hawkeye oder er darf zeigen, wie toll er ist. Er ist die Lachspur. Genau, er ist der Assistent. Die kleine Assistentin im kurzen Rock. Genau. Und das wird hier auch gezeigt, weil er den stummen Marx Brother dabei übernimmt. Aber Trapper John ist tatsächlich der Einzige, der nach dieser Serie eine eigene Serie bekommen hat. Nee, nicht die Einzige, aber der Einzige, der eine erfolgreiche Serie bekommen hat. Oh, gibt's noch mehr? Wusste ich gar nicht. Aftermath. Als Figur gab's noch die Serie Walter, also den Pilotfilm für Raider, aber das ist über den Pilotfilm nicht hinausgegangen. Genau, und es gab Aftermath mit Klinger, dem Father und mit Potter. Aftermath habe ich tatsächlich nie gesehen. Hat glaube ich sogar zwei Staffeln geschafft. Zwei Staffeln, wobei die zweite ziemlich kurz ist. Mhm. War da nicht sogar Raider auch irgendwie mit dabei? Keine Ahnung, vielleicht mal kurz. Ich glaube nicht, höchstens mal als Gast in einer Folge. Mhm. Genau. Aber, aber das war halt auch nicht mehr der Schauspieler bei Trapper John MD. Leider, wäre cool gewesen. Nee, aber das passt ja auch, das zieht sich auch durch die ganze Folge. Eigentlich sagt Trapper auch so in der Folge nicht viel. Er ist meistens mit immer so Schnitt gegen Schnitt, wie er bewundernd auf Hawkeye reagiert. Und selbst beim Tanzen darf er nicht führen. Er wird geführt. Stimmt, ja. Das finde ich, das zieht sich da so durch und angeblich sind auch ein paar Sachen davon auf den Schauspieler von Trapper darauf, auf seinem Mist gelandet, weil er zu dem Zeitpunkt ziemlich stinkig war, weil seine Rolle im Gegensatz zu den Büchern, dem Buch und den Filmen echt runtergebraten wurde. Mhm. Und alles Alan Elder zugeschrieben wurde. Ja, das ist auch der Grund, warum er dann ausgestiegen ist nach 4 Staffeln. Richtig. Nach der ersten Staffel hat man ihm gesagt, ja, wir schreiben dir eine größere Rolle. Nach der zweiten Staffel hat man ihm gesagt, ja, wir schreiben dir eine größere Rolle. Nach der dritten auch wieder, dann ist er nach der vierten gegangen. Und dann kam ja BJ und dem haben sie eine größere Rolle geschrieben. Ja, aber es ist auch so, Alan Elder hat da ziemlich viel an sich gezogen. Der wusste schon, er ist der Star und der hat einige Sachen durchgedrückt, sehr gute, aber auch manchmal ging auch das Ego mit ihm durch. Mhm. Aber ich habe noch mal eine Frage. 1-2 Leute haben es ja schon gehört. Der wieder mal, woher kennen wir unseren Gast da? Lieutenant Bricker. Nee. Das war nämlich, hat nämlich auch mal ein Arzt gespielt. Über Jahre war er der namensgebende Arzt, nämlich Chefarzt Dr. Westphal. Oder im Original St. Elsewhere. Da gab es aber auch Probleme und da wurde er auch aus der Serie geschmissen. Lief ohne ihn weiter. Also da hat der Regisseur, der die Ärzte dort theorisiert, später auch selber einen Arzt gespielt. Fand ich irgendwie ganz cool. Und sein Name ist göttlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sein Name ist Ed Flanders. Ah! Nicht verwandt. Glaube ich. Ja, wer weiß, was später noch passiert ist. Das Trauma, was er da erlitten hat, hat ihn in den Glauben getrieben. Ist nach Springfield gezogen. Möglich wär's.
Aber der Bart würde ihm nicht stehen. Und Ned Flanders ist ja halt auch sehr alt, das wissen wir aus Simpsons. Ja, also den Simpsons traue ich schon so einen Bezug schon zu. Wer weiß, wer weiß. Wie fandet ihr denn den Film selber, der dann da so entsteht? Also gerade die Slapstick-Einlagen und den ganzen Kram. Ja, ich weiß es ja nicht. Also ich habe in der letzten Folge den amerikanischen Zeitgeist zu der Zeit erwähnt. Ne? Mhm. Wenn diese Folge auch dem Zeitgeist geschuldet ist, dann halte ich ihn fast für eine massive Kritik am System. Am politischen oder am künstlerischen? Am politischen. Mhm. Weil er so gerade in dieser Folge so diesen kompletten Wahnsinn des Krieges eigentlich komplett darstellt, meiner Meinung nach. Also so habe ich es eigentlich verstanden. Ja. Zusätzlich der Seitenhieb auf die ganze Propaganda, die hier läuft, von wegen, wir sind die Guten, wir bringen den Frieden in die Welt und weiß der Teufel nicht was, dargestellt oder transportiert über diesen Sergeant Bricker mit dem Propagandateam halt. Auch das wurde in dieser Folge meiner Meinung nach eigentlich, dekonstruiert. Ja, es ist die erste von einigen wirklich direkten Antikriegsfolgen von MASH. Mhm. Das Wort habe ich gesucht. Ja. Aber das kommt auch... Ne, bitte. Nee, du hast angefangen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ich wollte sagen, aber das kommt auch eigentlich nur durch den Schluss, also bis auf das Ende, das haben wir gerade so ein bisschen unterschlagen, wo am Ende des Films Hawkeye da sitzt und sagt, eigentlich davon erzählt, wie es den Patienten da geht, dass viele Leute sterben und das ist nicht lustig, aber der Krieg ist nicht lustig, der Krieg ist kein Film. Darf ich an der Stelle ganz kurz das Zitat bringen? Ja. Waffen, Bomben und gegen das Leben gerichtete Gehirne haben mehr Macht, das Leben zu zerstören, als wir haben, es zu erhalten. Genau. Das ist kein lustiges Ende für einen Film, aber der Krieg hat auch nichts mit dem Film zu tun. Genau. Ja, und das ist ziemlich 1:1 übersetzt sogar. Ja, und das ist für mich das Einzige, was den Film rettet. Ja. Also die ganze Serie, nicht die Serie, die ganze Folge rettet. Weil das zieht die Folge für mich nochmal auf eine Metaebene. Ja, nur als Slapstick hätte das nicht funktioniert. Richtig. Dieser ernste Einbruch hier am Ende, das ist das, was die Folge zu dem macht, was sie ist. Genau, wenn das nicht wäre, wäre die Folge unterirdisch. Gebe ich dir recht, bin ich genauso. Ah, ich denke eher, dass die Folge genau auf diesen Schluss rauszielt. Also ja, es fängt ja eigentlich vom Slapstick-Niveau eigentlich relativ harmlos an und es wird ja eigentlich quasi von Kapitel zu Kapitel schlimmer mit dem Slapstick. Ja, aber auch der Slapstick außerhalb des Propagandafilms ist genauso auf dem Level, deswegen. Ja, das stimmt. Also wäre jetzt nur in dem Propagandafilm der Slapstick so überzogen, also dann würde ich sagen, dann hätte es noch richtig, richtig gut gewirkt. Dann würde ich auch definitiv sagen, es war beabsichtigt. Aber so bin ich echt so ein bisschen am Zweifeln, weil ich halt auch weiß, was der Typ sonst geschrieben hat. Mhm. Ja gut, das weiß ich halt nicht, ne? Und wie gesagt, er hat einen ganz großen Teil von den Drehbüchern für Ein Käfig voller Helden geschrieben und das ist halt schlimmster Slapstick. Es ist eine gute Serie, aber es passt nicht zu MASH. Ja. Ja, ich hab's auch nicht lange geguckt, ehrlich gesagt. Also mir war es eigentlich zu flach. Ja, eben, das ging mir auch meistens so. Auch wenn es leider irgendwie immer davor lief. Ja, was ich halt hier noch wirklich schön fand, ich gebe dir recht, wäre der Slapstick nur im Film, hätte das eine ganz andere Dimension gehabt und hätte viel besser gewirkt. Aber ich glaube tatsächlich, dass trotzdem, ja, dass halt auch wirklich dieser Slapstick nicht nur das Ende das Ganze nochmal tiefer macht, sondern der reine Slapstick dem Ganzen ja auch so einen Spiegel vorhält. Wie wahnsinnig eben dieser ganze bekloppte Krieg ist und dieser ganze Dreck, der da mit zusammenhängt und so weiter. Aber vor allem auch, was ich ja noch ganz wichtig finde in dieser Folge, ist eben dieses Beharren darauf, dass das ja angeblich alles Freiwillige sind. Das kommt ja auch nochmal in den Dialog zwischen Trapper und Hawkeye, wo es dann heißt, also er liest dann aus diesem Drehbuch vor, jeder Doktor hier ist ein Freiwilliger. Und Hawkeye sagt dann nur, also wo sie mich einberufen wollten, saß ich gerade unter meiner Veranda und habe versucht, mir das Trommelfell zu zerstechen, damit ich untauglich bin.
Also ich glaube tatsächlich, das sind drei Dinge, die da drin hängen. Erstens wirklich durch den Slapstick die Wahnsinnigkeit dieses ganzen Unterfangs. Zweitens die Kritik an dem ganzen Hollywood-Zirkus und dem ganzen Propaganda-PR-Mist, der da mit dran hängt. Und drittens diese ganze Sache eben mit der Freiwilligkeit, dass da so getan wird, als hätten die Leute eine Wahl, sich verheizen zu lassen. Das mit dem Freiwilligen, da war aber der Einzige, der darauf rumgeritten hat und das behauptet hat, das war Frank. Und das tut Frank die ganze Serie. Ich glaube, also das ist aber auch schon in der Einleitung. Also wo der General die Einleitung macht, heißt das auch schon, das sind Freiwillige. Ich glaube nicht. Also der Einzige, wo das auch wirklich zur Sprache kam, war wirklich Frank, wo da drauf rumgeritten wurde. Also ich kann mich irren, aber ich sag mal, bei den anderen beiden Punkten gebe ich dir recht, vollkommen. Aber mit dem Freiwilligen, da sage ich, das ist, glaube ich, eher eine Hirngeburt von Frank in seinem Militärwahn. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Amerika ist. Werden Ärzte eigentlich dienstverpflichtet für solche Einsätze? Ich weiß es gar nicht. In der damaligen Zeit, ja. Du wurdest eingezogen und hattest Pech. Okay. Wobei es anders ist, als es in der oder anders war, als es in der Serie beschrieben wird. Es wird hier öfter gesagt, dass es so ein Punktesystem gibt. Und wenn du genug Punkte zusammenpasst, darfst du wieder nach Hause. Das gab es wohl noch während der Zeit des Zweiten Weltkriegs und davor. In Korea war es tatsächlich so, dass die Ärzte ein Training gemacht haben und dann meistens etwa 9 Monate im Dienst waren, manche auch ein bisschen länger und dann wieder nach Hause konnten. Ja, teilweise zum Schluss war der Schnitt sogar eher auf 3 Monate, weil die dann total ausgebrannt waren. Weil zum Schluss hatten die teilweise so 24-Stunden-Schichten, wie es dann auch teilweise wirklich da behauptet wird, dass die gar nicht mehr aus dem OP rauskommen. Die haben sie zum Schluss richtig durchgejagt. Das werden wir übrigens auch in der nächsten Folge dann schon haben, dieses Element der Erschöpfung und so. Jo. Gut, dann kommt noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas beizutragen zu der Folge? Nö. Gut, dann wollen wir mal zur Bewertung kommen. Ich gebe meine als letztes ab. Wir fangen mal wieder von unten an. Wir haben letzte Woche von oben angefangen im Chat, jetzt sind wir von unten. Also ich finde die Folge auf jeden Fall besser als die von letzter Woche. Die Slapstick-Elemente sind ein bisschen viel. Die Anti-Kriegs-Message am Ende ist gut. Alles in allem eine solide Folge. Keine der besten, aber ich gebe doch 6 von 10 Marx Brothers. Ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ich übernehme deine Wertung und gebe 6 von 10 blutigen Chirurgenhandschuhen. Und ich würde 7 von 10 quietschenden roten Nasen geben. Denn, ja, wie gesagt, mir ging der Slapstick sehr auf die Nerven, aber das Ende hat es dann tatsächlich wieder rausgerissen. Ja, ich sag halt auch, der Slapstick ging mir tierisch auf die Nerven. Teilweise. Das Ende war super, aber ich gebe trotzdem nur 5 von 10 Hupen. Denn ich denke, bei der Folge war echt viel verschenktes Potenzial. Mit kleinen Änderungen hätte die echt legendär werden können. Okay, wenn dann sonst auch nichts mehr von euch kommt, sage ich jetzt mal, wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder uns zuhört. Tschüss! Ciao. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über die 7. Folge der 1. Staffel zu reden, im deutschen Titel Hilfe, ein Psychiater bitte. Und dafür habe ich mir wie immer ein paar Leute zusammengetrommelt, nämlich... Ja, hallo, hier ist der Sven, immer noch mit dem Chatnamen mit dem niedrigsten Anfangsbuchstaben.
Jo, und hier ist der Michael. Ach, Entschuldigung, jetzt bin ich im Wurschtelchen gesprungen. Ich darf heute mal wieder zu Gast sein und freue mich da ganz arg drauf. Ja, ich bin heute mal der kleine Bock. Ich darf übersprungen werden. Ich bin der Raphael und natürlich auch voller Vorfreude. Und ich bin der Flo, ich bin auch da. Enthusiastisch wie immer. Yeah. Ja, mit dem Enthusiasmus geht auch diese Folge los, denn wir haben hier den ersten richtigen OP-Marathon, den wir in dieser Serie überhaupt sehen werden. Und es gehen wirklich komplett alle am Stock. Inklusive Hawkeye, der auch wirklich das erste Mal so ein bisschen ja Verschleißerscheinungen zeigt. Und er braucht wirklich dringend Urlaub, und wenn er sich dafür unzurechenbar schreiben lassen muss. Ja, wie fandet ihr denn diese Folge? Unrealistisch. Fängt direkt in der zweiten Szene an, wo die den OP verlassen, oder das OP-Zelt, muss man sagen. Nach einem OP-Marathon hätte ich ein wenig mehr Blut auf den Klamotten erwartet. Ich fand einfach schon viel geiler, dass die im OP gegessen haben. Nicht wahr? Okay, ich kann es an der Situation nachvollziehen, aber ich dachte auch schon, der steht am Patienten. Also ich habe mich ja schon viel früher aufgeregt, denn die Folge heißt im Englischen Bananas, Crackers and Nuts, und das ohne Oxford-Komma vor dem End. Das, was ich im Deutschen so furchtbar finde, dass vor das Und in der Aufzählung kein Komma kommt, und im Englischen kann man es wenigstens, dann machen die es nicht. Das, also ich. Entschuldigung. Wie gesagt, also ich muss sagen, klar, die Anfangssequenz war für mich auch völlig unrealistisch, eben wie gesagt, sie essen und so weiter und so fort, aber trotz allem war sie echt ziemlich eindrucksvoll für mich, also man hat tatsächlich, also die sahen ja auch wirklich alle ziemlich fertig aus. Ja, es wird das erste Mal so richtig mal gezeigt, was der ganze Dauerstress mit denen macht. Ganz schön, dass man auch gesehen hat, dass auch Frank bis zur totalen Erschöpfung arbeitet. Er wird ja auch sonst gerne mal nicht nur als inkompetent, sondern auch als, naja, der macht sich jetzt nicht unbedingt tot, dargestellt. Und ja, also in dem Fall ging es halt wirklich bei allen komplett an die Substanz. Ja, und zwar so weit, dass Hawkeye und Trapper im Zelt sich über den Martini streiten. Genau, und nicht nur, das finde ich auch noch ganz wichtig, nicht nur Frank macht sich genauso tot wie alle anderen, sondern auch Blake, der ja sonst, er ist zwar auch Arzt und so weiter, aber bis jetzt hat er sich ja immer ja durch Vermeidung von unangenehmen Aufgaben ausgezeichnet. Aber auch er steht im OP und auch er ist genauso fertig wie alle anderen. Ich möchte noch mal kurz zum Martini-Streit zurück. Es ist ja nicht nur der Streit um den Martini, sondern Trap hat ja vergessen, etwas einzustellen, dadurch wird es die nächsten Tage keine Martinis geben, und Trap diagnostiziert dann ja Stress, Auslaugen. Ich würde als allererstes was ganz anderes diagnostizieren. Alkoholabhängigkeit. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das scheint sowieso so hier in der Serie ein ziemlich zentrales Thema zu sein, ne? Ja, das Gespräch davor geht ja auch los, wie du willst was essen, on an empty stomach, be sensible, you should have a martini first. Genau. Ja, aber tatsächlich, ist das, glaube ich, dort wirklich in diesem Camp gar nicht mehr unbedingt so, dass, also, das ist nicht das, was man erwähnen muss, sag ich mal, weil Alkoholiker sind die, glaube ich, alle. Ja, nicht alle, aber es wird auf jeden Fall in späteren Folgen auch nochmal direkt thematisiert, wo die beiden sich dann wirklich der Aussage stellen müssen, dass sie Alkoholiker sind. Ja, so. Wenn ich mich richtig an die Definition, und ich fürchte, es gibt mehrere, erinnere, dann gehört zum Alkoholikertum ja nicht nur die Menge an Alkohol, die man zu sich nimmt und wie regelmäßig und so weiter und so fort. Wenn es das nur wäre, dann sind ganz schön viele Menschen Alkoholiker, was durchaus sein kann. Richtig, es geht um die Reaktion, wenn der Alkohol ausbleibt. Ja, es geht vor allem erstmal um die Reaktion oder um das damit umgehen. Das heißt also, in dem Moment, wo man andere wichtige Aufgaben, sei es Arbeit oder Familie oder, verpasst wegen Alkohol. Oder wenn man da irgendwo sagt, ja, nee, ich hab dann halt so, oder man einfach so viel trinkt, dass man am nächsten Tag nicht fahrtüchtig ist und nicht zur Arbeit kann, solche Geschichten. Wenn sowas auftritt, dann ist wohl der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, diese Person hat da als Krankheit zu behandeln. Das Problem. Nee, das geht schon vorher los. Das kann ich leider aus mehr oder weniger direkter Erfahrung von jemandem sagen. Es gibt dieses schöne Phänomen der Pegeltrinker, die fähig und charmant und alles sind, solange sie den richtigen Alkoholpegel haben.
und erst austillen, wenn es nicht klappt. Beziehungsweise, wenn sie zu lange nicht an ihren Alkohol kommen. Also, da gibt's einige, die haben ein geregeltes Arbeitsleben, sind auch erfolgreich drin und sind trotzdem Alkoholiker. Gut, wie gesagt, da gibt's sehr wahrscheinlich mehrere Definitionen. Bin ich wohl bei euch, aber was man hier noch, glaube ich, dazu rechnen muss, er reagiert ja in erster Linie auf die, ich sag mal, Bedrohung davon, dass es bald keinen mehr geben wird. Und er hat ja zumindest so einen, sagen wir mal, 24 Stunden OP-Marathon relativ wahrscheinlich trocken durchgehalten. So, ich glaube, das ist hier auch nochmal relevant, aber die Bedrohung, dass es keinen mehr geben wird erstmal, das ist ja das, was ihn fertig macht. Noch nicht unbedingt der Entzug, den er jetzt gerade im Augenblick schon hat. Und ich weiß nicht, ob ich nicht auch ungehalten wäre, wenn ich dann irgendwie nach einem Tag harter Arbeit mich auf was auch immer und sei es ein heißes Bad gefreut hätte und dann hat irgendwer den Boiler nicht angefeuert und es gibt jetzt kein heißes Bad, dann würde ich im Zweifelsfall genauso reagieren wie er da auf den keinen Schnaps. Also ja, also die sind mit Sicherheit irgendeine Form von Alkoholiker oder kurz davor, aber ob ich das jetzt an der Stelle so diagnostizieren würde? Eben, da bin ich bei dir. Deswegen diese, ich sag mal, diese Definition von Unfähigkeit durch den Alkohol bzw. durch den Entzug, die kommt ja in späteren Folgen nochmal ganz viel deutlich klarer. Hier ist es, glaube ich, wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein nach einem beschissenen Tag. Ja, wie gesagt, dieses Unfähigkeit durch Entzug, das muss nicht auftreten. Ja. Also das kann ich wirklich sagen. So oder so erwächst aus ihrem ersten Streit da ja aber gleich die nächste Wahnsinnsidee. Auf nach Tokio. Recreation Center? Was ich fairerweise sehr, 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 sehr nachvollziehbar finde. Mich wundert es eigentlich, dass die Ärzte da nicht viel öfter hingeschickt werden. Kommt dieses Recreation Center an einer anderen Stelle nochmal vor? Ich habe mich da irgendwie nicht dran erinnern können. Naja, es kommt oft vor. Ja, in Folge 9, glaube ich, wird es nochmal erwähnt. Ja? Und es wird ganz oft in anderen Folgen angesprochen. Mhm. Zumindest dieser Tokio und der Verbindung. Ja gut, ich sollte jetzt hier nicht vielleicht in die Folge 9 spoilern, aber da ist tatsächlich eine Szene in diesem Recreation Center selbst drin. Das würde ich nicht sagen, dass das... Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Soul war. Und ich würde definitiv nicht festlegen, dass das Recreation Center war in Folge 9. Das sah mir eher nach einem Geisha-Haus aus. Ich wollte gerade sagen, das war ein Puff und der war auch nicht in Seoul, sondern in Tokio. Aber da geht es ja jetzt auch drum. Irgendwer hat ja gerade Seoul gesagt. Ja. Gut, also so oder so. Also Tokio wird mehrfach erwähnt und auch nach Tokio und wir lassen uns nach Tokio und Urlaub in Tokio, okay. Aber ob dieses Recreation Center da konkret nochmal erwähnt wird. Aber gut, ich habe es jetzt auch nicht recherchiert. Nee, also Tokio war ja vorher schon dabei. Da hat ja Raider schon ein, zwei Mal versucht, irgendwelche Urlaubspässe für zu kriegen. Sei es, um Seidenstrümpfe zu tauschen oder sonst was. Ja. Ja, in der Pilotfolge ja schon alleine. Genau. Aber auch hier kommt uns natürlich wieder Frank in die Quere. Lustig fand ich hier allerdings, dass man hier schon wieder sieht, wie extrem er bei Hot Lips unter den Pantoffeln steht. Denn er selber wollte ja eigentlich den Urlaub schon fast bewilligen, aber sie war halt dagegen. Mhm. Ja, aber flippt. Aber dadurch, dass er überhaupt das entscheiden kann, es ist ja auch so, dass Henry sich den Urlaub gönnt, im Gegensatz zu seinem Mann. Er haut ja ab. Ich weiß nicht, was er an der Stelle übrigens, was da im Deutschen gesagt wurde, aber da fährt dann ja auch der schöne Satz, um Henry zu überzeugen, doch zu bleiben, every time you move out, Frank Burns turns into instant Hitler. Ja. Ja, so wird das auch im Deutschen. Oh, das haben sie so drin gelassen, wow, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, aber die Darstellung als Instant Hitler in der Folge ist dann aber auch exorbitant. Ne? Also das ist ja wohl wirklich schrecklich, wie sich ein Mann dann von seiner wahren Seite zeigt. Ja, aber wie gesagt, was ich hier interessant finde, ist tatsächlich, er selber will eigentlich erstmal im ersten Moment gar nicht das Arschloch sein. Er wollte es wirklich erstmal bewilligen, bis ihm Hot Lips dann die Sache eingeredet hat. Ich wollte auch sagen, der glaubt, sein Hitler-Verhalten kommt erst zwei Folgen später. Klar. Hier will er das ja später sogar nutzen. Weil anfangs ist es ja nur so, dass Hawkeye versucht, durchzukriegen, dass er als Irre durchgeht. Kurzum, er hat Hunde als Patienten und das Schlimmste, er lehnt Sex ab.
Genau. Die nur mit der Krankenschwester vorm Zelt, ne? Die ja, so genau. Abfertigt da. Oh mein Gott. Und natürlich wunderbar die Szene, wie er in OP-Kleidung ins Zelt kommt und fachmännisch seine Leber zerlegt. Ja! Und dann erklärt, wo die Leber her hat. Die habe ich von dem Koreaner. Mhm. Er war sehr sauber. Mhm. Und vor allem scheißt er ja dann Frank zusammen, weil er sein Essen angefasst hat und es deswegen nicht mehr steril ist. Wo soll ich einen neuen Koreaner herbekommen? Eine wunderbare Szene, ja. Im Englischen gibt es da auch noch das wunderschöne Wortspiel mit Pankreas und Pancake. Und Frühstück, da habe ich mich sehr drüber amüsiert. Mhm. Ja, im Deutschen leider nicht so schön. Da hat er nur gesagt, ich habe noch ein paar Bauchspeicheldrüsen. Ja, da wollte ich euch mal fragen, diese ganze Szene, also es eskaliert ja fröhlich, aber treibt es ja tatsächlich auf die Spitze. Ich muss sagen, am Anfang dieser Streit mit Trapper und dann auch als er die Krankenschwester absolviert und so weiter, ganz ehrlich, in dem Moment habe ich es ihm noch geglaubt, dass er tatsächlich wirklich einfach nur so ganz knapp vor dem Burnout steht und es wirklich keine Nerven mehr für diesen Scheiß hat. Nö. Dann natürlich die Szene mit der Leber, das war dann schon wieder das Klassische auf die Spitze treiben. Aber bis zu dem Punkt habe ich es ihm geglaubt. Er hat es ja vorher mehr oder weniger angekündigt mit Trapper. Ja. Ja, also ich glaube, das ist ein Burns-Out, den er da plant. Ja, sehr schön. Auch ein schönes Wortspiel, ne? Ich beantrage, dass die Folge so heißt. Ich bin aber bei Dela, also er hat es natürlich angekündigt, natürlich, aber natürlich. Nein, er hat es angekündigt, aber ich finde, es ist wirklich gut gespielt. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das natürlich. Aber Hawkeye ist ja genau wie sein Darsteller ein ganz schöner Selbstdarsteller und weiß, wie er das zu tun hat. Mhm. Aber also ich fand es tatsächlich glaubhaft. Also das, weil ich sag mal so, da die das zu faken, dass er durchdreht, kann er auch machen, ohne sich den nächsten Fick zu verbauen, sag ich mal. Also dafür war das ja durchaus ein recht gewagter Move, sag ich mal. Naja, wir wissen ja, wie er wirklich mal durchdreht ganz am Ende. Mhm. Spoiler! Ja, er muss ja aber doch schon die harten Geschütze auffahren. Also klar, es hätte er also auch sicherlich anders machen können, aber das war schon da entsprechenden Verkehr abzulehnen, so vor versammelter Truppe, wo dann man ja auch von ausgehen kann, dass das jetzt auch über längere Dauer nichts wird. Ja, gut, okay, aber es war halt der schnellste Weg zum Ziel. Also, ja, aber Hawkeye muss halt auch immer eine Show abziehen. Und in diesem Fall, ich fand auch noch einfach ganz nebenbei das Bild so schön, wie sich Frank nach der Ausraster von Hawk so schutzsuchend an Margaret kuschelt. Fand ich ganz zauberhaft. Man könnte ihm vielleicht einen Mutterkomplex unterstellen. Nein, fast überhaupt nicht. Werden wir dann auch in einer der nächsten Folgen haben, wo dann das Bild seiner Mutter geklaut wird und solche Scherze. Mutterkomplex hat der nicht. Ah, okay. Ah, siehste, da wirst du schon wieder mehr als ich. Wir haben mehr als nur zwei Folgen vorausgeguckt. Muhahaha. Ja, meine Folgen sind tatsächlich was her. Ach ja, ich muss übrigens meine Aussage von letztens irgendwie mal korrigieren. Ich habe das mal recherchiert. Also tatsächlich liefen die ersten Folgen nicht im ZDF, wie ich gedacht habe, sondern tatsächlich auf Pro7. Ah, okay. Ja, im Alter, wie soll ich sagen, lässt wohl die Erinnerungsfähigkeit wohl doch etwas nach. Ach, du kriegst einfach Urlaub in Tokio und dann geht das schon wieder. Genau, ja, genau, das Recreation Center, das hätte ich auch ganz gern mal. Geisha-Nutten. Den Satz fand ich hier noch ganz schön, den er äußert, als es eben darum geht, dass es ihm wirklich alles in Anführungsstrichen über den Kopf wächst. Wenn ich hier nicht rauskomme, fange ich an, die Blümchen von der Tapete zu pflücken. Jo. Den fand ich auch ganz niedlich. Mhm. Aber wie ihr vorhin ja schon gesagt habt, ne? Margaret traut der Sache nicht so ganz. Ja, to the rescue, Dr. Sherman. Genau, und was ist er wieder? Wieder ein Ex-Stecher von Margaret. Mit wem hatte sie nichts? Also mit dem hat sie ja nichts gehabt, der wollte ja nur. Ja, und er will auch jetzt noch, wie man so deutlich sehen kann. Und das fand ich echt spannend an Margaret Houlihan als Charakter. Sie weiß, dass der Typ echt creepy ist. Und naja, ich weiß nicht, so wie sie am Anfang mit ihm interagiert,
wirkt sie jetzt auch nicht so völlig abgeneigt, aber halt, ja, so ein bisschen irgendwie in between. Alles schön und grün, so Sosia ist ja auch super, aber sie weiß, dass der Typ irgendwie nicht ganz koscher ist, deswegen hat sie ihn ja da auch in der Bar in San Diego sitzen lassen und nichtsdestotrotz ist sie bereit, das irgendwie auszunutzen, um Piers eins mitzugeben, ja. Ja, sie hält sich irgendwie immer alles offen. Ja, sie setzt ganz klar ihre Weiblichkeit für das ein, was sie haben will, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ja, als einzige Frau in der Runde kann ich nur sagen, ja nur. Ich meine, die anderen Kerle rennen den ganzen Tag mit irgendwelchen lustigen Knarren durch die Gegend und freuen sich und haben die hohen Ränge. Sie hat die Titten, sie braucht keinen hohen Rang, sie kann halt entsprechend die richtigen Leute instrumentalisieren, wenn sie es will. Also, aber sie hat einen hohen Rang. Ja, aber ja, ich meine... Ich wollte gerade sagen, Major ist nicht Major. Gerade wenig. Ja, ja, aber gut, sie umgibt sich ja und sie instrumentalisiert ja so Generäle und so weiter und so fort. Das heißt, sie, ohne dass sie die Abzeichen hat, sag ich mal, kann sie ja darüber über fremder Leute Macht verfügen. Drück mal so aus. Ja, das passt. Wobei ich mir die Frage stelle, ob der amerikanische Dienstrang Major vergleichbar mit dem deutschen Major ist. Ja, sagen wir es mal so, du hast, über Major hast du nur noch den Lieutenant Colonel und dann hast du schon den General. So viel. Ach, es ist doch so hoch. Ja. Okay. In der Army ist das so hoch. Ja, Entschuldigung, kann ich nicht mitreden, ich bin T5 gemustert, also von daher bin ich raus. Ah ja, gut, in dieser Einheit der Army ja nun aber auch wieder nicht, weil die Krankenschwestern ja alle schon Lieutenants sind und die Ärzte mindestens Captains. Also von daher, sie könnte gar keinen so wesentlich niedrigeren Rang haben. Aber das hatten wir ja auch schon mal, dass in einer vergangenen Folge, dass die Ränge hier entsprechend hoch sein müssen, damit dann überhaupt die einfachen Soldaten, die reinkommen, dann auch rangmäßig tun müssen, was beispielsweise die Krankenschwestern ihnen sagen. Und allein, weil sie schon etwas mit einem Studium vergleichbaren Rang Ausbildung haben. Und es ist ja auch so bei der Army so, wenn du ein Offizier bist und du dienst dich nicht im Felde hoch, also du fängst gleich so mit Offizierslaufbahn an, dann studierst du ja im Endeffekt auch. Ja. Und von daher ist das schon ein passendes Äquivalent und sie hat ja auch schon oft genug auch einfache Soldaten herumschuhriegelt oder macht das später noch. Ja, im Rumschuhriegeln ist sie uns wirklich gut, ne? Ja, das kann sie. Ja. Aber von daher ist es auch ziemlich klischeehaft besetzt bei ihr, finde ich. Naja, was ich ja noch ganz lustig fand, war ja die Reaktion von Frank darauf. Ich meine, er ist ja hin und her gerissen zwischen eigentlich bin ich eifersüchtig und möchte ihm einen auf die Fresse hauen und gleichzeitig, ja, aber. Ich fand auch so schön, als dann der Sherman mit Hawkeye redet und Hawkeye so ein bisschen mit ihm spielt und ihm dann den wahren Grund verraten soll, warum er so austillt. Er ihm sagt, dass er verliebt ist. In Frank. Ja, in Frank, genau. Und dann mein Lieblingssatz war noch mit da drin. Wussten Sie, dass Margaret sich die Haare blond färbt? Deswegen färbe ich sie mir schwarz, ja, um ihm die Auswahl zu erleichtern. Das ist großartig. Ja, auch in Bezug auf die schwarzen Haare von ihm natürlich, ne, klar. Die mittlerweile sehr grau sind. Mhm. Ich finde das sehr spannend, dass das natürlich eine Spur Homophobie hat. Ganz klar, der ist Zeit geschuldet, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber dass das Bizarre für die Leute, die zugucken, halt nicht ist, dass er sich in einen Mann verliebt hat, sondern dass er sich in diesen Mann verliebt hat. Ausgerechnet in diesen, genau. Gut, andererseits in wen auch sonst, ja. Na, was ich hier auch noch ganz spannend fand, ist die Tatsache, ich meine, wir haben ja trotzdem, da taucht zwar in der Folge nicht auf, aber wir haben ja trotzdem die Figur Klinger. Mhm. Und bei einem Hawkeye wird wegen, in Anführungsstrichen, solchen leichten Delikten und so leichten Ausfallerscheinungen ist tatsächlich in Betracht gezogen, dass da vielleicht was dran ist. Aber ein Klinger, der in Frauenkleidung durch die Gegend rennt, dem wird dieser, in Anführungsstrichen, Gefallen ja tatsächlich nicht getan. Das fand ich auch noch ganz interessant. Naja, bei Klinger ist es ja durchschaubar. Erstmal, das Mann, der in Frauenkleidern rumläuft, wie haben sie es später gesagt? Ein anderer Psychiater, der reinkommt, ja, er kann dafür kämpfen, dass er als Frau anerkannt wird. Das war der einfache Weg, also ganz modern. Aber bei ihm ist es jetzt ja nicht die Geschichte, dass er auf Frank steht. Das ist ja so, ist nur sein erdachter Grund und natürlich. Ja, natürlich. Sein,
es ist ja ganz klar, dass er für seinen Spaß in diesem Fall als Ziel dann unbedingt noch mit Frank die Krone aufsetzen muss. Ja, vielleicht wussten die damals auch einfach schon, dass Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung absolut gar nichts miteinander zu tun haben. Richtig. Ja, und wie gesagt, wir müssen dann natürlich dafür sorgen, dass wir die, ja, erstens höherrangigen, beziehungsweise die Vorgesetzten ein bisschen gegeneinander ausspielen. Und das machen wir am besten dadurch, dass wir einerseits den Sherman glauben lassen, dass Hot Lips auf ihn steht und andererseits, dass auch Frank auf ihn steht. Und diese Verwicklung fand ich eigentlich ganz niedlich. Dass Frank auf ihn steht, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Naja, es kommt ja dann am Ende zu dieser Szene, wo, also als sie alle zusammen in Hot Lips Zelt stehen, wie heißt er, müssen wir den Namen nochmal sagen, Sherman. Sherman, ja. Schlägt ja Frank nieder und hält ihn so an den Handgelenken auf Schritthöhe. Und das ist, es wird auch tatsächlich so ein Subtext reingebracht von wegen, Blake könnte jetzt denken, dass Frank und so. Ganz ehrlich, ich habe die Folge jetzt vor einer knapp anderthalb Stunden gesehen. Ich habe diese Szene auch im Kopf, aber bei der Folge mit Leslie Nielsen. Habe ich das jetzt echt durcheinander? Weil hier ist es ja so, dass er reinstolpert und er förmlich rausgezerrt werden muss und Margaret nur schreit. Er wird ja rausgeführt. Und habe ich das jetzt echt durcheinander? Das kann sein. Glaube schon. Ich glaube ja. Ich meine auch. Dann ich weiß, was ich gesagt habe. Ja, aber vorher ist ja noch das Gespräch mit Henry, der ja schon wieder da ist. Und wo sie ihm dann versuchen, dann zu erklären, beziehungsweise wo Henry ihm versucht zu erklären, dem Sherman, dass das einfach nur ein dummer Streich von Hawkeye ist und zählt noch auf, was er noch macht. Und Frank und Margaret wittern ja die Möglichkeit, wenn der länger weg ist, ja, armer Hawkeye, er ist so krank und dann kommt doch die Aussage von Sherman, dass er meint, jemand, der so kranke Streiche macht, der ist krank. Der muss untersucht werden. Ja, und auch wie Henry dann diese Storys erzählt. Und die sind halt echt nicht lustig, ja. Also, ich sag, man kann sich so richtig vorstellen, wenn es das als Folge gegeben hätte und man das Ganze drumherum sehen würde und so weiter. Ja, dann hätte man es wahrscheinlich lustig gefunden. Aber dieses, weißt du noch, Frank, wo er das und das mit dir gemacht hat und das mit deinen Sachen gemacht hat? Und er haut sich da weg vor Lachen und es ist wirklich offensichtlich nicht witzig. So, ich muss jedenfalls nicht für Frank. Ja. Ich musste mir auch irgendwie dran denken, dass Hawkeye gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass wenn er das so weit treibt und er kommt in die Gefahr, dass er wirklich eingewiesen wird zur Beobachtung eine Zeit lang. Damit hätte er irgendwo rechnen müssen, dass das auch später seine Karriere in den Staaten als Arzt gefährden könnte, wenn das irgendwie von der Army mit übernommen wird und er wird deswegen vielleicht nach Hause geschickt? Ja gut, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn das meine Wahl ist, ob ich mich in Korea erschießen lasse oder ob ich hinterher halt einfach nur irgendeine Schwarzhändlerpraxis aufmache. Er dürfte nicht mehr arbeiten, weil er nicht tragbar wäre. Ja, er wird seine Zulassung in Zonen kriegen. Richtig. Ja. Das ist immer ein interessanter Punkt, den wir vielleicht in der Folge, wo wir noch nicht so weit in der Zeit vorgeschritten sind, wie heute mal aufmachen können. Hawkeye will ja auch gar nicht nach Hause. Also nicht im Sinne von, ich tue alles dafür, nach Hause zu kommen. Ja, das stimmt. Er tut immer mal alles dafür, um so ein bisschen Urlaub zu kommen und bekommen und mal nach Tokio und mal nach Seoul und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass er jetzt einen Klinger abzieht und irgendwie einen Riesenaufwand treibt, damit sie ihn nach Hause schicken. Ja, aber es hätte hierbei passieren können. Weil so wie er das abgezogen hat, also ich sag mal spätestens der Gag mit der Koreanerleber, da hätte ihm schon der Gedanke kommen müssen, dass das vielleicht ihn nicht nur drei Tage ins Recreation Center bringt, sondern unter Beobachtung. Ja gut, aber das mit der Leber war ja noch bevor der Sherman überhaupt aufgetaucht war. Ja, aber da denke ich mir auch, das hätte ihn wirklich mit inbegriffen Angriff auf einen höheren Offizier, auch wenn es nur Frank ist. Das war schon sehr, sehr unbedacht eigentlich. Also selbst für Hawk. Nee, also ich glaube, da spielt er tatsächlich mit dem Gedanken. Erstens, Frank ist ein Feigling. Zweitens, die hier innerhalb unseres Teams wissen, dass sie ihn nicht brauchen. Da wird mich keiner verpfeifen oder mich angehen. Also die Sicherheit, glaube ich, so sicher fühlt er sich. Dass er das Ding nicht gebracht hat, als der Sherman da war, das ist verständlich.
Ja, das aber er hat natürlich trotzdem überdreht. Aber das ist nicht ihn nicht verpfeifen, aber vielleicht glauben dann wirklich Leute, dass er langsam am Rad dreht. Hm. Du hast ja auch schon gesagt. Er legt das ganz so darauf an, dass Frank darauf hineinfällt, weil bei Frank braucht man den Holzhammer. Er rechnet aber nicht damit, dass Margaret rational reagiert und dann hat er halt das Problem am Hals. Ja, ich denke auch, dass er da sehr publikumsbezogen agiert und das kann man gar nicht schöner sagen. Frank ist halt ein Publikum, dem man halt ganz genau sagen muss, was los ist. Ja, das stimmt gut, auch bei Henry wäre es wahrscheinlich auch so gewesen. Ja, Henry hat es aber auch trotzdem nicht geglaubt. Also da war er schon ein bisschen schlauer und weiß, wie er tickt. Ja, aber ja. Zum Glück hat Hawkeye ja Radar und mit seiner Hilfe bekommt er Sherman ins falsche Zelt. Jo. Ja. Apropos Zelte, diese herrliche Szene, wo Radar dann sagt, das hätte er unter der Dusche gehört, was da Hot Lips gesagt hat. What were you doing in the women's shower? I was outside fixing a hole in the tent. Ja, ne? Großartig. Dann das Grinsen dabei von ihm, das war schon genial. Vor allem, das macht er immer wieder. Kommt immer wieder irgendwas, dass er bei der Frauendusche ein Loch flickt. Und vor allem, ja, was ich lustig fand, Raider lässt sich hier in dieser Folge auch das allererste Mal zu einem wassen Arschloch hinreißen. Ja, das habe ich mir auch geschrieben. Ich fand das so schön. Ein Arschloch. Ja, und wenn Raider auf der einen Seite ja nun wirklich unfassbar clever ist, ist er auf der anderen Seite unfassbar ungebildet. Das wird ja auch noch das ein oder andere Mal vorkommen, wo er dann denkt, das Buch sei von Sergeant Freud und nicht von Sigmund Freud. Ja, genau. Ja, ah, schön. Okay. Das Detail ist mir tatsächlich entgangen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, er will seiner Mutter schreiben, dass sie ihm das Buch von Sergeant Freud besorgt. Das ist schön. Großartig. Oh Gott. Ja, und ich glaube, den Rest haben wir ja schon ganz gut aufgelöst, oder? Es kommt dann zu dieser Tumultszene in Margarets Tent als Margarets Zelt. Jetzt, das ist schlimm, wenn man seine Notizen teilweise auf Englisch hat und hier dann Deutsch spricht und da dann reinguckt. Also, naja. Eine Sache, die ich da noch eben erwähnen wollte, war, dass ja Trapper und Hawkeye an der Tür bereits bereitstehen, als Frank angerannt kommt, was ja eine völlig absehbare Eskalation ist, wenn Margaret um Hilfe schreit. Und auch noch grüßen, das tun sie sonst auch nie. Großartig, dieses Tür aufhalten, salutieren rechts und links und Frank rein und alle hinterher. Fantastische Szene. Oh ja. Aber ich muss auch mal ganz nett anmerken, Margaret hat eine tolle Silhouette. Ja, durchaus. Also unattraktiv ist sie ja nicht. Da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das war ein Body-Double. Ja, mein Gedanke war auch teilweise, weil die sahen zu gut aus im Vergleich zu dem, was du sonst in der Profil gesehen hast. Ja, vor allem in der anderen Folge siehst du sie mal irgend in einem etwas durchgeschwitzten T-Shirt rumlaufen und da sieht es halt deutlich anders aus. Gut, jetzt muss man sagen, der Sherman, also der Schauspieler, ist auch nicht hässlich. Also nicht so mein Typ, ein bisschen zu haarig und so, aber so alles in allem, also da haben sie jetzt schon nicht den hässlichsten Kerl für ausgesucht. Ja, aber ich glaube, als Vorortwagen willst du den auch nicht, auch wenn es nur für eine Nacht ist. Der Schauspieler Stuart McGowan kehrt in der zweiten Staffel übrigens zurück, in einer anderen Rolle und wird da auch sexuell übergriffig gegenüber Margaret. Er zeichnet sich ein Muster ab. Wobei man sagen muss, ja, sexuell übergriffig, okay, aber in seiner Situation jetzt, wo er da in seinem angenommenen Bett liegt und sie kommt rein, zieht sich aus und legt sich dazu, also was soll er denn denken? Aber er lässt ja nicht mal von ihr ab, als sie schreit und sagt nein. Absolut richtig, ja. Und auch hier wieder, also so wenig ich Shotlips leiden kann, aber mit ihrer körperlichen und seelischen Unversehrtheit, die ist halt einfach mal scheißegal für alle Beteiligten. Ja, ist auch so eine Sache, die sich irgendwie bei der Serie durchzieht, das wussten wir ja alle vorher, aber wo ich auch sagen muss, es ist das, was mich dann doch immer wieder stört und was mir auch den Spaß an solchen ansonsten großartig gemachten Szenen wie diesem ganzen Tumult am Ende doch so ein bisschen verhagelt. Aber gut, das Thema hatten wir jetzt in jeder Folge. Eben, und das wird ab der dritten Staffel wird's besser. Ja, es ist, wie ich glaube schon mal gesagt habe, irgendwie im Zeitgeist geschuldet. Das war halt früher so. Da hat man sich um solche Sachen keine größeren Gedanken gemacht. Ja, und die ersten beiden Staffeln waren halt noch sehr klamaukig. Da ging es wirklich um, ich sag mal, um diesen College-Humor. Ja.
Macht's nicht besser und erwähnen können wir es ja, aber gut. Moving on. Ja, es soll einfach nur bedeuten, es wird besser. Sobald Potter da ist, wird's besser. Sobald Potter da ist, wird vieles besser. Ja. Nun gut, dann, wie gesagt, die große Auflösung kommt dann, indem, wie gesagt, ja eigentlich Sherman dann mehr oder weniger selber als unzurechenbar gilt, sag ich mal. Und dann natürlich lieber zusehen will, dass er selber da ganz schnell aus der Nummer rauskommt. Und damit ist diese ganze Sache mit Hawkeye erstmal vom Tisch. Und theoretisch würde er jetzt sogar seine Urlaubsbescheinigung kriegen. Aber leider kommt der nächste Alarm noch, bevor er in den Jeep klettern kann, um seinen Urlaub anzutreten. Sie sagten halt auch noch, wenn irgendwas passiert, Schenkeldruck genügt. Genau. Ja, doch da wieder, es wäre ein leichtes für die beiden gewesen, in den Jeep zu springen und zu sagen, fahr los, scheißegal. Aber sie steigen wieder aus und werfen die Koffer ins Zelt und gehen lieber ins OP-Zelt. Genau. Weil sie sind zwar Arschlöcher, aber keine Riesenarschlöcher. Aber immer noch Ärzte. Immer noch Ärzte. Und das ist gerade in einem Moment, das war anders. Ja. Arschlöcher und Ärzte. Proktologen. Oh. Braucht man Proktologen hinter der Front? Wenn wir Zahnärzte mitnehmen? Also vermutlich weniger als Chirurgen, aber ja, ich glaube, ich habe die Statistik nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, so ziemlich allen Kriegen sind die anderen Todesursachen immer mehr vertreten als Gewalteinwirkungen. Also Infektionen, irgendwelche Entzündungen, gerne mal Sachen an den Füßen, Geschlechtskrankheiten, irgendwelche Krankheiten auch untenrum durch schlechte hygienische Bedingungen, schlechte Latrinen und so weiter und so fort. Also ja, ich glaube, da braucht man alles, was man so kriegen kann an Ärztetum. Wir könnten hier auch wirklich einen gebrauchen, damit der Frank den Stock aus der... lassen wir das. Das klingt nach einem guten Schlusswort, oder? Wollte ich gerade sagen. Genau. Wie fandet ihr denn diese Folge? Wie würdet ihr sie bewerten? Flo, ich würde sagen, fang du von unten mal an. Ja, sie ist nicht schlecht. Es gibt definitiv, wir hatten schon bessere, es kommen noch viel bessere. Ich schwanke so 6 bis 7 Koreanerlebern von 10. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Einerseits fand ich jetzt so die Eskalation mit diesen Gags bis hin zur der Koreanerleber eigentlich übertrieben. Selbst wenn der, ich sag mal, so eine beginnende, soll ich sagen, Geisteskrankheit? Nee, ist falsch, ne? So einen beginnenden Burnout oder was darstellen willst, wäre mir das jetzt zu übertrieben gewesen. Das ist jetzt irgendwie für mein Dafürhalten dann doch zu klamaukig gewesen. 5 von 10 stumpfen Skalpellen. Ja, es war sehr, sehr klamaukig, aber es war sehr schön und charmant gespielt. Raider durfte halt auch mal wieder ein bisschen zeigen, was er konnte. Auch der Schauspieler so ein bisschen seine linkische Seite. Und deswegen, weil ich einfach trotz hohler Handlung herzhaft gelacht habe, 7 von 10 gefakten Silhouetten. Okay, ich persönlich würde sogar noch ein bisschen höher gehen. Ich gebe 8 von 10 gepackten Koffern. Ja, mir war die Folge auch etwas zu klamaukig. Und ja, die Szene, dass wir wieder Hotlips wirklich körperlich in Gefahr bringen, passt mir auch nicht. Aber ich muss sagen, es war wirklich auch schauspielerisch echt gut gemacht. Wie gesagt, wie fertig sie waren und so weiter und so fort. Und hätte ich es nicht gewusst, hätte ich Hawkeye auch tatsächlich zumindest am Anfang sein Burnout echt abgekauft. Und ich habe an der Folge wirklich meinen Spaß gehabt. Ja, ich schließe mich all dem an und vergebe 3 von 5 Flüge nach Tokio, die übrigens gerade von Seoul aus 115 € kosten und 2 Stunden und 15 Minuten dauern. Ja, plus deine Abgabe bei Atmosphäre. Nur wegen CO2 und so. Also wird der Flugpreis ein bisschen teurer. So fair sollte man sein. Ja, moderner okay. Ablasshandel. Gut. Liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt dann nächste Woche. Und bis dahin verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mesh unter Messer. Heute besprechen wir Staffel 1, Folge 1 mit der Episode Cowboy. Im Englischen hat... Flo, ja? Folge 8. Meinte ich doch. Dann sag das doch auch, Mensch, und nicht 1-1. Nein, er möchte, dass die Zuhörer nachdenken müssen. Der Podcast zum Mitdenken. Heute besprechen wir Staffel 1, Folge 8 mit dem Originaltitel Cowboy, im Deutschen Mein lieber, lieber John. Diesmal geht es um einen Hubschrauberpiloten, der verletzt wird und gerne nach Hause zu seiner Frau möchte, weil er glaubt, dass sie ihn betrügt. Aber Henry macht das nicht mit und das hat Konsequenzen für Henry. Und es hat Konsequenzen für uns, denn wir müssen diese Folge besprechen und wir sind heute... Hallo, hier ist der Sven, wie die ganzen letzten Folgen auch schon. Einen habe ich verpasst, glaube ich, aber hallo. Und hier ist die Dela, hi. Hier ist der Raphael, hallöche, böböche. Und der Michael, der es diesmal geschafft hat, den Raphael nicht zu übergehen. Yay! Ja, und ich bin immer noch der Flo. So, wir lernen in dieser Folge also den Hubschrauberpiloten Cowboy kennen. Ja. Es ist ein sehr... stereotyper Western Hubschrauberpilot mit Waffengurt und Hut, und er kommt ganz heldenhaft an und bricht zusammen, und Radar erkennt, dass etwas nicht stimmt. Er ist verwundet. Ja, er wird gleich als der richtig harte Ficker charakterisiert. Er holt die Verwundeten und hat selbst einen Durchschuss durch die Schulter. Ja, das ist ja auch nicht der erste, wie man relativ schnell erfährt. Das ist ja diesmal die andere Schulter. Genau, und Hawkeye will ihn am liebsten gleich einen Reißverschluss reinnähen. Und er ist wohl auch einer der Piloten mit dem höchsten Track Record. Also er hat wohl insgesamt eine sehr große Quote, nicht nur an eigenen Verletzungen, sondern eben auch tatsächlich an Leuten, die er da heile wieder rausgebracht hat aus solchen prekären Situationen. Ich finde es wirklich toll, wie sie diesen Charakter einführen, der ja nun, wo von Anfang an klar ist, hey, die Charaktere, die wir schon kennen, kennen den alle. Und dass man halt sagt, so, naja, es gibt ja auch Dinge, die passieren, während die Kameras nicht laufen, in Anführungszeichen, und außerhalb der Geschichten, die bis jetzt erzählt worden sind. Und mit wenigen Sätzen kennen wir in Anführungszeichen diesen Typen. Wir wissen, was das für einer ist, dass der irgendwie schon mutig und so einer von den Guten in Anführungszeichen ist. Und ja, dann kann man mit dem auch arbeiten. Das geht sehr, sehr schnell. Also ich finde so, das ist, die Serie ist einfach wirklich gut da drin, in ganz kurzer Zeit ganz viel auf den Punkt zu erzählen, dass man sagt, okay, kaufe ich, nehme ich mit. Genau, habe ich ja auch schon in der ersten Folge gesagt. Die Autoren dieser Serie schaffen es, das Exposé unauffällig innerhalb kürzester Zeit auf den Tisch zu bringen, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Fandet ihr den denn an sich so sympathisch, wie er gezeichnet ist am Anfang? Nein. Also ich überhaupt nicht. Nee, also so. Ja. Entschuldigung. Das ändert sich auch nicht im Laufe der Folge. Ja, sagen wir es mal so wie er sich nach außen gibt, nicht, aber es wird ja schon seine verletzliche Art gezeigt, allerdings auch seine verletzende. Also das gleicht sich irgendwie wieder auf und es bleibt neutral. Das würde ich auch sagen. Ich fand ihn weder besonders sympathisch noch besonders unsympathisch. Also es war schon klar, dass er einer, wie ich schon gesagt habe, von den Guten ist, im Sinne von, der schafft halt was weg und der ist halt gut in seinem Job und hat so eine gewisse... heroisch ist jetzt zu hoch gegriffen, aber so eine gewisse selbstlose Art, was ja auch sehr selbstbezogen sein kann, aber ich finde ihn jetzt weder besonders sympathisch noch besonders unsympathisch.
Ja, und man merkt relativ schnell, als Henry dann also auch diese Geschichte mit dem, wir würden den Cowboy gerne nach Hause schicken, ablehnt und so weiter, dass Henry ganz schön die Schnauze voll hat von so ziemlich allem. Ja, der ist mittlerweile, wie wir es in der letzten Folge mit Hawk hatten, einfach am Ende. Man merkt auch definitiv, dass, ja, er hat da sicherlich gute Gründe für und er trifft da jetzt keine pauschal falsche Entscheidung. Es wird aber schon dargestellt, naja, also wenn er gewollt hätte, wäre da schon noch was gegangen, ja. Ja, das frage ich mich halt sowieso. Normalerweise ist Henry ja immer der, ich sag mal, wenn er kann, wählt er ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Gut, ich meine, Calaway ist ja nun jetzt tatsächlich ein wichtiger Mensch für diesen Krieg oder für diese Einheit, aber ich fand das ein bisschen merkwürdig, dass er sich bei ihm da so dagegen stellt. Weil eigentlich wäre es für ihn einfacher gewesen zu sagen, ja gut, dann unterschreibe ich dem halt den Lappen für 2 Wochen und dann ist gut. Ja, vor allem, weil man ja normalerweise damit rechnen würde, dass die beiden Kadetten jetzt anfangen, ihn so lange zu ärgern oder mit irgendwelchen Tricks um den Finger zu wickeln, bis er es macht. Genau. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es im echten Leben überhaupt nicht möglich gewesen wäre, weil Cowboy in der wirklichen US-Armee im der Aviation Section, also in der Luftfahrtsektion gewesen wäre und Blake im US Army Medical Corps. Und das Einzige, was er an Hoheitsgewalt über Cowboy hätte, ist ihm aus medizinischen Gründen zu verbieten, zu fliegen. Aber das Heimschicken hätte er in Wahrheit gar nicht die Chance gehabt. Aber ich glaube, hier ist es einfach nur Handlungs. Nicht mal, wenn er das aus medizinischer Sicht empfiehlt, als behandelnder Arzt. Naja, wie gesagt, sie hätten ihn halt höchstens aus seinem jetzigen Dienst ziehen können. Aber ich sag mal so, eine Funktion zum Beispiel eines Raiders, so als Klemmbrettschlepper, hätten sie ihn dann wahrscheinlich trotzdem behalten können. Da wäre dann einfach niedriger gemustert worden, sag ich mal. Das hätte wahrscheinlich dann sein Vorgesetzter entscheiden müssen. Genau. Ja gut, aber klar, die Entscheidung hat jemand anders. Aber ich sag mal, wenn da ein hochrangiger Medical Officer dann halt sagt so, pass mal auf, der Typ ist durch, schick den mal nach Hause. Da tut's der einfache Ölwechsel nicht mehr. Und das so empfiehlt, dann kann ich mir schwerlich vorstellen, dass man sich darüber hinwegsetzt. Aber gut, ich kenne die Strukturen der US Army relativ schlecht. Hätte vielleicht höchstens sein können, dass ein Arzt von der Air Force das nochmal checken muss. Mhm. Ja, und dann wäre es vielleicht aufgefallen. Man weiß es natürlich nicht. Ja, zumal ja gesagt wird, tatsächlich ist das, die Verletzung ist halt scheiße, aber jetzt nichts, was sonderlich beeinträchtigend oder sonderlich gefährlich wäre. Also die Diagnose, die würde dann halt ein dritter Arzt wahrscheinlich auch wieder treffen und damit wäre es dann tatsächlich offensichtlich. Gut, aber darum geht's ja gar nicht. Henry ist in erster Linie gestresst, also muss er sich entspannen und was hilft da besser als eine Runde Golf? Ich habe vergessen, wie viele Löcher und wie viele Meilen, aber es war ein ganz schön langer Kurs. 26 Löcher, links ist der Feind, rechts sind die Heckenschützen. Links sind die Minen, rechts sind die Heckenschützen. Ja, die dann auch tatsächlich mal einer von diesen Golfbällen wegschießen. Aber mit was für einer Präzision? Nicht wahr? Diese verdammten Heckenschützen von der haben einem auch echt den Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl sie das ja auch vorher schon relativ deutlich gemacht haben, habe ich an der Stelle noch nicht an den Cowboy gedacht. Aber das wird schön bei einem Zitat von ihm klar, wo er sagt, dass er aus im vollen Galopp aus 30 Meter Entfernung einer Klapperschlange die Augen ausschießen könnte. Ja, da wurde es mir auch klar, wer diesen Golfer weggeschossen hatte. Und in dieser Szene haben wir ja auch Ho Yeon wieder dabei, der ja im Pilotfilm nach Hause, also in die USA geflogen ist. Das ist wieder so Semesterferien. Ja, der hat oft Ferien. Er hat noch nicht mal eine Sprechrolle dieses Mal. Oder vielleicht holen sie sich auch einfach jedes Mal den neuen Koreaner und nennen den einfach immer Ho Yeon. Gott, wir brauchen einen neuen Ziel. Das wäre so schlimm. Wir brauchen einen neuen Ho Yeon. Oh mein Gott, sie haben Ho-Yong getötet. Ihr Schweine! Ah ja, okay. Ja, also die Attentate in Anführungszeichen auf Henry, um uns mal von dieser fürchterlichen Idee wegzubewegen. Ich habe gerade noch ein Bild im Kopf, wie hinten im Lager so in Plastikfolie eingeschweißte Ho-Yons stehen und jedes Mal wird dann so das Blisterpack aufgebrochen. Muss man gut drauf aufpassen, auf den Schwarzmarkt gehen die echt für viel Geld weg. Das ist eine Limited Edition. Und hinten, wenn du den auf den Knopf drückst, dann kommt die Faust nach vorne. Ja, okay. Ja, die Attentate auf Henry häufen sich dann ja. Und ich weiß nicht,
Werden sie auch gefährlicher oder bleiben sie alle so wie das Golfball wegschießen, dass er zwar den Luftzug der Kugel spürt, aber nie richtig in Gefahr ist? Naja, einmal rollt das der Jeep aus sein Zimmer zu. Zelt. Und einmal explodiert der Klo, auf dem er sitzt. Genau, die explosive Diarrhoe. Ja. Ich habe den Begriff Latrinenexplosion daraufhin mal gegoogelt und hatte erschreckend wenige gute Resultate. Ich habe gedacht, das wäre jetzt Comedy Gold, aber da kam nicht viel. Du musst in die Bildersuche gehen. Aber, ja, tatsächlich fand ich seine Reaktionen eigentlich sehr interessant. Also gerade die Sache mit dem Jeep, die hat ihn ja wirklich in seinen Grundfesten erschüttert, sag ich mal. Da ist er ja wirklich komplett fertig mit der Welt und total verwirrt und so weiter. Ja. Als ihm dann das Scheißhaus unterm Arsch explodiert, ist es eigentlich nur noch eine verunsicherte Resignation. Boom. Ja, aber bevor das Scheißhaus explodiert, das, was ich ja vorhin meinte, er schiebt es natürlich als erstes Trap und Hawkeye zu. Das wäre natürlich auch der erste vernünftige Gedanke bei dem Camp. Wenn man die beiden Burschen kennt, auf jeden Fall. Richtig. Ja, aber sie haben ja nun außerhalb des OPs beide absolut kein handwerkliches Geschick und mit Waffen und Sprengstoff und sowas kennen sie sich ja nun auch nicht wirklich aus, von daher Aber sie haben ein Talent dafür, immer die richtigen Leute für ihr Vorhaben zu finden. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Ja. Dazu hat er ihnen ja auch diese Täterschaft da definitiv unterstellt. Ich sag mal so, aber ich an seiner Stelle würde dann schon wieder so rechnen, die haben mit mir ja trotzdem, auch wenn ich ihnen ab und zu in die Quere komme, aber trotzdem mit mir noch das einfachere Leben. Ja, aber ich glaube, so weit denkt er nicht mehr. Ja, okay, das kann sein. Er ist ja auch ein bisschen dümmlich. Hast schon recht, ja. Nee, nicht ein bisschen dümmlich. Der steht momentan tierisch unter Schock. Das siehst du doch. Der steht nicht mehr ganz gerade. Der kriegt keinen geraden Satz mehr auf. Der steht hochgradig unter Schock. Der ist fast gestorben. Ja, zum zweiten Mal. Ja, es ist schon ganz interessant, dass Trap und Hawkeye mit Henry auf der einen Seite böse sind, wenn er nicht durchgreift, und wenn er dann durchgreift, sind sie halt auch böse mit ihm, ne? Ja, nur, es ist halt... Ja, aber ich fand danach auch so schön, als es dann Papiere gibt und Raider redet mit Henry nur noch über Telefon und reicht ihn dann mit einer Angel die Papiere zum Unterzeichnen rein. Im wunderschönen Satz, I've got this thing about living. Ich häng doch so am Leben. Begründung, herrlich. Glaub, ja, und generell so, auch, wie sie alle ihn ja dann anfangen zu meiden. Ich meine, es gibt ja dann auch die Szene in der Kantine, wo alle um ihn rum aufstehen und weggehen, weil könnte ja was explodieren oder sonst was. Und auch hier kommt ja dann diese schöne Szene, wo Trapper sich als sein Frohkoster anbietet. Die fand ich auch sehr schön. Ja. Davor schon, wo der Koch dann sagt, that's close enough, Sir. Mann. Ich muss doch sagen, ich fand die Reaktion von Henry auch gut, weil einer der ersten Sprüche von Hawk ist nur, dass er sich dann Sorgen macht, dass Frank den Laden übernimmt, wenn er abhaut. Da dachte ich auch so, du egoistisches Arschloch, ey. Naja, gebe ich dir recht, aber der Punkt ist ja, also erstens, eigentlich würden sie machen sich ja eigentlich verdächtig. Dadurch sie ja die einzigen sind, die weiterhin eben zum Beispiel mit Blake essen und so weiter. Und ich glaube, Blake hätte ihnen nicht geglaubt, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, wir wollen dich, aber wir mögen dich doch so und so weiter. Nein, der einzige Grund, den Hawkeye hat, ihn nicht umzubringen, ist, dass nun mal die Alternative Frank ist und die ist noch schlimmer. Naja, sag mal so, er wusste, glaube ich, schon, dass dies nicht sein können, weil die ja schon nach der Jeep-Geschichte ein Alibi hatten. Ich glaube, es war einfach nur ein ziemlich doofer Spruch und ich kann auch Henrys Reaktion danach echt gut verstehen, dass er auch ihm da anpfeift, dass ihm das ziemlich scheißegal ist. Konnte ich verstehen. Kann es ihm dann ja auch sein. Ja. Aber auf jeden Fall darf Frank dann in den Urlaub und es gibt aber keine Möglichkeit rüberzukommen, weil es will ihn keiner fahren. Es ist keiner lebensmüde genug. Henry darf in den Urlaub. Henry. Frank gesagt. Oh, stimmt. Ja, Frank wäre schöner, wenn er weg wäre, ja. Und Frank wird dann auch noch von ihm verboten, Paraden abzuhalten. No parades. Ja. Und alleine diese Einführung, diese Einführung in die Dienstpflichten fand ich ja auch grandios. Ja, wirklich hinter jeder Ecke Angst hat, dass ihm jetzt ein Aktenschrank explodiert und solche Sachen. Ja, dann ist es der Stuhl. Genau. Ja. Ich finde übrigens die Implikation, dass Frank da in dem Camp schon mal eine Parade abgehalten hat und wie traurig diese Parade aussehen muss, selbst wenn sie sich Mühe geben würden, was sie nicht tun würden, weil sie haben ja nichts zum Paradieren. Ich meine, irgendwie
bei Jeep so einen Krankenwagen oder was. Also ist das dann irgendwie so ein Haufen Medical Personnel, die alle irgendwie nicht marschieren können. Also ich bin sowieso kein Freund von Paraden, aber ich glaube auch Freundinnen und Freunde von Paraden hätten an dieser keine Freude. Naja, die haben ja auf jeden Fall auch ein paar normale Soldaten da und wie wir ja auch letztes Mal gesehen haben, die MP muss ja auch da sein. Ich glaube, für Frank reicht eine amerikanische Flagge und dann ist das für ihn eine Parade. Weil ich stelle mir auch vor, wie er da so mit wie so ein Tambourmajor vorne wegmarschiert. Ja, und ich habe gerade sehr lustige Bilder zu Klinger in meinem Kopf. Er wäre auf jeden Fall dabei bei der Parade. Als Lady von. Liberty. Und ja, er hätte als einziger Spaß daran. Ja, also ich hätte da irgendwie so ein Bild von ihm, so mit glitzernden Frack, mit diesen Litzen, wie heißen die nochmal von den Admiral, diese komischen Trotteln da dran, alles in Glitzer und Netzstrümpfe. Und er schwingt die Beine. Das ist gerade so mein Bild im Kopf. Hallöchen. Ich habe gerade so ein Bild von diesen Trotteln vom Admiral an den Nippeln, aber das ist ein Bild, das wieder teilen muss. Danke. Gerne. Jetzt kannst du gut schlafen. Ich habe bei explodierenden Toiletten tatsächlich mein Bild im Kopf. Erzähl uns mehr. Ach, also ist eine Geschichte, die meine Eltern immer erzählen. Also meine Großeltern hatten wohl damals in Euskirchen wohl hinterm Haus tatsächlich noch so ein Herzhausen rumstehen. Und als mein vor langer Zeit verstorbener Onkel, da wo man seine ersten Rauchversuche gemacht hat, so im Alter von 15 oder so, hat er tatsächlich dieses Plumpsklo in die Luft gejagt, weil er die Kippe unten reingeworfen hatte. Wie geil. Ja, ich glaube, der fand das weniger geil. Wie fandet ihr denn allgemein diese Motivation, die Cowboy hat, dass er überhaupt heim will? Ja, fand ich schon irgendwie verständlich. Also wie gesagt, das zeigte so ein bisschen seine weiche Seite. Das Einzige, wovor er Angst hat, ist, dass seine Frau ihn verlässt. Muss ich sagen, das war mir extrem unangenehm. Weil ich glaube, für mich, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt nur auch die einzige Frau in dieser Runde und so weiter und so fort. Aber was mir daran so unangenehm war, ich hatte nicht den Eindruck, dass er sie jetzt zurückhalten will, dass sie ihn nicht verlässt, weil er sie liebt und blau und föhn, sondern für mich war das tatsächlich so ein, ich muss jetzt nach Hause, ich muss was unternehmen und wenn ich nichts effektiv unternehmen kann, muss ich halt sie oder und den Kerl umbringen. Ja, vor allen Dingen, weil in dem Augenblick auch die Waffe zieht, ne? Genau. Ganz liebevoll die Trommel dreht. Und man sieht ja, was für ein ausgeglichener Mensch er ist, wie er mit Henry umgeht. Nein, also das Gefühl hatte ich auch. Das hatte ich jetzt weniger. Das trägt auch dazu bei, dass ich den Cowboy überhaupt nicht mag. Also ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass er, weil ihm das so wichtig ist, er deswegen Henry umbringen will, aber wie er auch reagiert hat, als sie ihm geschrieben hat und der Brief vorgelesen wird, da hatte ich jetzt eher das Gefühl, es geht ihm wirklich darum, dass seine Liebe nicht weg ist. Also das finde ich spannend, ja. Ich sehe das genauso. Also ich habe da jetzt auch keine Gewaltandrohung von ihm irgendwie drin gesehen. Die kann man da auf jeden Fall drin sehen, ganz eindeutig. Also ihr habt da auch recht. Und wenn ich das auch so gesehen hätte, dann wäre er mir auch sehr viel unsympathischer gewesen, ganz eindeutig, ja. Also hatte ich auch das Gefühl, er wollte ja auch nur wenigstens kurz nach Hause, damit er mit ihr sprechen kann. Also ja, sprechen. Und wie gesagt, für so eine Kugel brauchst du halt auch nicht mehr unbedingt als 14 Dauer. Also. Ja, du, und ja, deine Beziehung hast du absolut recht, brauchst du im Zweifelsfall ein bisschen längeren Grundurlaub. Ja, aber er wollte nur wissen, was los ist. Er hat halt ewig nichts von ihr gehört. Und dass während Kriegszeiten, dass die Zurückgebliebenen des Öfteren, ne? Also ich ja, sag gut, mal so, meine, alle, ne? Ich sag mal, ein Onkel und eine Tante sind wahrscheinlich auch nicht von meinem Großvater, also als der im Krieg war. Ja gut, ich meine, das ist halt normal, aber auch hier haben wir wieder totalen Doppelstandard, sag ich mal. Ich meine, die vögeln sich dort alle quer durch ihr Camp, ja, alle zusammen. Ja. Und genau. Die Frau zu Hause, die ist halt in Zweifelsfall die Dumme, weil, ne? Ja, okay, aber wir haben beim Cowboy nie gehört, dass der das irgendwann gemacht hat. Der machte da auch jetzt nicht den Eindruck. Also du kannst jetzt nicht von Hawkeye richtig, und Co. auf ihn ziehen. Es gibt auch genügend Leute, die da treu sind. BJ ist später treu. Mhm. Potter ist treu. Wer ist noch treu? Es sind auch Frank. Raider. Nee, Frank nicht. Nein, Frank nicht. Definitiv nicht. Aber es wird immer wieder auch erwähnt, auch einige der Schwestern sind definitiv treu. Also ja, von daher,
Ja gut, macht ja auch nichts. Wir müssen da ja auch zu keiner endgültigen Entscheidung jetzt kommen. Wäre auch langweilig. Der Cowboy das jetzt, was der Cowboy da genau vorhatte. Also genau. Ich hab das auch auf die romantische gesehen, aber ja, jetzt wo ich es erwähnt, kann man das natürlich auch völlig anders sehen, ganz klar. Gib mir nicht meine Romantik weg. Entschuldigung. Gut, ja. Es findet sich dann natürlich jemand, um Henry zu fahren, zu fliegen, und das ist natürlich der Cowboy. Habt ihr das Callsign verstanden, was er da hatte? Es Purple kommt Rider. Ja, Purple genau. Rider. Akustisch auf, verstanden habe ich es, aber wo es herkommt, weiß ich nicht. Das ist eine Western-Comic-Figur aus den 1940ern. Der Purple Rider? Okay. Ja. Okay. Gab es da den Farbe hier einsetzen, Rider für alles, oder? Das andere war der Lone Rider. Wollte sagen, den kenne ich, aber den Purple hatte ich noch nicht. Ja, wenn jetzt Blue Rider jemand gesagt hätte, dann hätte ich es auch geglaubt. Also von daher. Gut, okay. Ja, hier ist irgendeine Western-Figur, das gibt. Ja, also es ist auch keine wirklich bekannte Figur. Ja, aber es würde zum Charakter des Cowboys passen, ne? Ja, natürlich. Und je obskurer dieser Western hält, desto passender. Stimmt schon. Aber in der Szene gibt es auch zwei Sachen, die nicht passen. Wenn Cowboy und Henry da rumfliegen, sieht man im Hintergrund einmal Hochspannungsleitungen und einmal einen Funkturm. Und die gab es 1950 in Korea definitiv nicht. Ach, guck. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch so rauskam, finde ich, dass dieser Brief dann auch wirklich mit Dear John anfängt. Ja. Und sie halt nicht wissen, dass der Cowboy eigentlich wirklich so heißt und nicht wissen, wo er wohnt und so weiter und so fort. Und dass dann aber alles doch zusammenpasst. Ja. Der Dear John Letter hat in der englischen Wikipedia sogar einen Eintrag. Das ist also so der, man weiß nicht, wo es herkommt, aber es gab irgendwie eine englische Serie, die danach hieß, und eine amerikanische Sitcom, die danach hieß. Und es gab natürlich auch irgendwann die Dear Jane Letters. Das ist also ein Brief, mit dem jemand von zu Hause eine Beziehung beendet. In der Regel mit jemandem, der oder die im Krieg ist. Und außerdem kommt der Brief aus Reno, was ich auch nicht wusste vorher. Das hatte damals wohl den Ruf, dass man dort sehr schnell und einfach Scheidungen durchführen konnte in Reno. Deswegen auch die Reaktion von denen so, als sie das lesen mit Reno. Das erklärt das natürlich. Okay, jetzt verstehe ich das. Oh, danke für die Aufklärung, weil das hat sich mir tatsächlich überhaupt nicht erschlossen gehabt. Das musste ich auch erst nachlesen, das wusste ich auch vorher nicht. Weil ich fand auch sehr schön, wie es dann so kam mit mein lieber John und Raiders Reaktion, oh Gott, gleich zweimal. Stimmt, da steht ein Funkmast. Das ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Ach Gott. Ja, okay. Die Briefe werden wohl auch gerne mal mit Dearest John angefangen, das dann ja auch schon mal ein schlechtes Zeichen ist. Habt ihr denn hier richtig so ein Spannungsding gehabt? Also, ich meine, gut, wir haben jetzt alle die Serie ja nur in der einen oder anderen Form gesehen und wissen, dass es weiterging, aber hattet ihr hier tatsächlich irgendein Gefühl von Spannung? Nicht wirklich, aber ich fand es sehr gut, wie der Darsteller von Henry das gezeigt hat. Vor allem, das haben sie schön geschminkt, der hat ja richtig geschwitzt vor Angst. Das konnte man selbst auf der schlechten DVD-Qualität gut erkennen. Ich kann mich nicht erinnern, wie es beim ersten Mal war, wo ich es gesehen habe. Diesmal wusste ich halt, wie es ausgeht, von daher. Aber ich glaube beim ersten Mal, habe ich mir auch schon gedacht, naja gut, das muss ja jetzt irgendwie gut ausgehen. Ob es jetzt wirklich über den Brief gut ausgeht oder auf eine ganz andere Art und Weise, dass Henry dann doch noch irgendwie aus diesem Hubschrauber rauskommt, zumindest lebend. Nee, das war schon klar. Ja, also Spannung war nicht wirklich bei mir. Ich habe die Szene gerade, wo sie hier Dear John vorlese und der Raider hinten auf Travis Rücken regelrecht zusammenbricht. Das war bei Oh ja, mein Gott, sogar zweimal. Ja, genau. War toll gespielt von ja, wohl rein, wahr, ja, wohl wahr. Nur es hat sich mir halt überhaupt nicht erschlossen, weil ich diesen Hintergrund, den ihr gerade erklärt habt, nicht kenne, ne? Also jetzt sehe ich die Folge tatsächlich irgendwie mit anderen Augen gerade. Naja, und was ich hier halt auch interessant fand, dass Raider ja tatsächlich, also klar, sie haben alle irgendwo Angst Blade, aber ich glaube, bei Raider ist das tatsächlich auch wirklich ein großer Teil Verzweiflung dran. Ja. Aber dann geht ja alles nochmal gut aus. Es gibt ein Happy End und einen schelmischen Abschlussgag. Ja, wie sich das so gehört, naja,
Er passt dabei in diese Folge. Ja, natürlich. Dann kommen wir jetzt zu den Bewertungen, ne? Ja, vorher, habt ihr noch was? Ja, vorher 2 Zitate habe ich mir noch rausgeschrieben hier aus der Folge. Das erste, als eben wir die Diskussion mit Henry haben, ob er jetzt nach Hause gehen soll oder nicht, fällt die Unterhaltung, der hat aber zu Hause was, was ihm Sorgen macht. Wer hat das nicht? Ich habe eine gut gehende Praxis und eine Frau mit einem Haufen Kreditkarten. Dazu möchte ich anmerken, die erste wirkliche Kreditkarte Diners Club wurde erst 1950 eingeführt. Es gab bis dahin nur diese Kreditkarten als ja, als Sonderkarten für irgendwelche Kaufhäuser. Also sie ist sehr früh dran, seine Frau. Und was ich hier auch noch ganz interessant fand, wir haben ja hier auch einen kurzen Auftritt vom Vater. Hm? Und wir hatten ja letztens schon hier dieses im Case of Judaism Scheibe hier einschlagen und so. Und hier hat er eben auch, obwohl er ja, wie gesagt, christlicher Priester, was auch immer ist, er sagt hier tatsächlich für einen Patienten mehr oder weniger aus dem Gedächtnis ein jüdisches Heilungsgebet auf. Ja. Das fand ich auch noch ganz interessant. Mehr habe ich auch nicht. Ich habe noch, wenn ihr mehr Lust auf Mesh-Hubschrauber-Action habt, eine Empfehlung für euch. Denn es gibt ein Atari-Computerspiel, Mesh, offiziell von 1983, in dem ihr mit einem Hubschrauber über ein Feld fliegt, die Verwundeten einsammelt und Panzern ausweicht. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr, wie dieses Dr. Bibber, also müsst ihr Schrapnelle aus einem Körper rausangeln. Oh Gott. Das ist sehr bizarr. Ich habe das in der Tat damals irgendwann mal gespielt, also viele Jahre später, weil das Spiel ist etwas, aber unwesentlich jünger als ich. Und es ist echt nicht so gut, also auch für die damalige Zeit nicht. Wer Lust hat, googelt's mal. Man kann es tatsächlich online spielen. Muss man aber nicht. Ja, kommen wir zu den Bewertungen? Genau, dann fang mal an. Ja, ich muss sagen, finde ich einen der schwächeren Folgen. Spannungsbogen ist nicht so toll, hat einige tolle Szenen, aber so richtig der Vollbringer finde ich es nicht. Von daher würde ich relativ tief greifen und sagen, naja, 2,5 10-Gallonen-Hüte. Ja, mir war der Typ echt unangenehm. Ich kann den nicht leiden, obwohl er im Krieg sicherlich eine vernünftige Rolle spielt und so weiter und so fort und ja auch an sich relativ in Anführungsstrichen selbstloser Charakter ist, aber mir war der Typ einfach massiv unsympathisch. Und auch Henry, wie gesagt, fand ich hier in seiner Entscheidungsfindung immer ein bisschen merkwürdig. Deswegen war mir die Folge doch relativ weit hergeholt und unangenehm. Aber ich gebe 6 von 10 abgestürzten Hubschraubern. Ja, also ich finde halt auch die Folge größtenteils sehr unterdurchschnittlich. Die einzigen Highlights waren für mich die Reaktion von Henry auf diese ganzen Attentatsversuche. Von daher gibt es mir 3 BH-Golfflaggen von 10. Ja, ich kann mit der Folge nicht wirklich was anfangen. Irgendwie holt die mich nicht wirklich ab. Gut, jetzt mit dem neu erworbenen Hintergrund verstehe ich einige der Szenen von Henry und von Raider jetzt besser. Aber trotzdem, nee, ich kann mit der Folge nicht viel anfangen. Ich gebe mal 4 von 10 zerrissenen Toilettenbrillen, aber als Krawatte getragen. Ja, ich sehe es auch so. Also Cowboy ist mir extrem unsympathisch. Aber Henry reißt da doch noch mal einiges raus. Er hat sehr lustige Szenen. Und ja, ich gebe die Mitte. Also 5 von 10, Jeep Crash, Tent, Boom, Crash, Kill. Und das war's auch wieder für heute. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder eine Folge besprechen. Falls ihr auch eure Meinung zu dieser oder irgendeiner anderen Folge kundtun wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen. Wundert euch nicht, wenn es ein bisschen dauert, bis wir drauf eingehen. Wir arbeiten ein bisschen voraus, um euch jede Woche eine neue Folge präsentieren zu können. Und gelegentlich sind wir auch einfach verwirrt. Gelegentlich? Hä? Wer hat da gesprochen? Hallo? Ich dachte, ihr seid nur die Stimme in meinem Kopf. Abschalten. Dann, man hört sich nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Okay.